Hallo, liebe Zuhörer. Es gibt gute Nachrichten. Seit kurzem sind wir auch über Spotify verfügbar. Dort könnt ihr uns finden, indem ihr sucht nach PC Games Community Podcast oder aber ausgeschrieben PCGC Podcast. Viel Spaß mit der kommenden Folge. Hallo und herzlich willkommen zum 44. PC Games Community Podcast. Heute mit dem Gast Daniel. Hallo zusammen. Mit Olli. Genau den, hallo. Und mir, Lukas. Hi. Hallihallo. Ja, wir haben Doppelgast gleich, heute. ne? Gast. Das ist eine neue Ja, ich habe Steigerungsform. erst Dust gesagt. Ja, man muss es einfach überspielen, einfach weiter labern, dann Einfach passiert weiter nichts. labern. Fällt keiner auf. Ich weiß nur, der ist das Podcast laufen darauf hin, keine Sorge. Wir haben ja tatsächlich anfangs, haben wir, oder ich zumindest, ein, zwei Mal habe ich den Podcast nochmal neu gestartet, weil ich direkt am Anfang mir einen reingenuschelt habe oder irgendwas verkackt habe. Aber man wird da mit der Zeit doch ein bisschen entspannter. Ist Es auch. ist einfach nur noch scheißegal mittlerweile. Gibt's das zu? Ja, man muss einfach irgendwie durchkommen, ja. Ja, wir haben heute den Daniel da, weil er uns ein bisschen was über Spieleentwicklung erzählen will, beziehungsweise die Arbeit bei einem Publisher und Entwickler in China für Mobile Games. Aber da kommen wir später drauf, würde ich sagen. Wir machen erstmal das Standardprozedere. Und ich würde sagen, wir fangen damit an, was wir in letzter Zeit gespielt haben. Und da ich ein bisschen was habe, würde ich auch einfach mal loslegen. Und zwar DayZ. Es ist ja ein Spiel, das jahrelang in Entwicklung ist. Ich glaube, seit 2013. Wir hatten im letzten Podcast nochmal drüber gesprochen, was wohl zuerst fertig wird, DayZ oder Star Citizen. Und es ist angekündigt worden, schon vor ein paar Monaten, dass DayZ dieses Jahr in Version 1.0 gehen soll, gegen Ende des Jahres. Wow. ja, es geht voran. Und die veröffentlichen mehr oder weniger regelmäßig so Status-Reports, die Entwickler, wo sie halt einfach angeben, woran sie gerade arbeiten, was für Fortschritte sie gemacht haben, womit sie zu kämpfen haben und so weiter und so fort. Oder welcher Entwickler gerade mal wieder das Studio verlassen hat. Und ja, jetzt wurde bekannt, dass viele der Features, die eigentlich versprochen waren, in Version 1.0 nicht enthalten sein werden. Was für einen ziemlichen Aufschrei in der Community und im Reddit gesorgt hat, logischerweise. Ich muss sagen, ich bin auch ja, sauer ist übertrieben. Ich bin doch enttäuscht davon. Also ich hatte mich schon so damit abgefunden, dass sie einfach mit der Entwicklung nicht so gut vorankommen, wie man sich als User wünscht. Aber trotzdem haben sie ja weitergemacht. Aber jetzt klingt das so ein bisschen so wie, okay, wir hauen nochmal zum Weihnachtsgeschäft jetzt die angeblich fertige Version raus. Und dann kümmern wir uns vielleicht noch um den Rest. Das ist halt vor dem Hintergrund, dass sie ja vor kurzem auch eine Xbox-Version rausgebracht haben, auch ein bisschen kritisch, finde ich. Also ja, ich bin da doch ein bisschen angepisst von. Mal gucken, was noch aus dem Spiel wird und vor allem auch, wie die Magazine und die User damit umgehen. Also auf Steam gab es schon eine ordentliche Reihe von Downvotes von Leuten, die sich halt darüber beklagt haben, dass jetzt eben Version 1.0 bald kommt, ohne komplette Features. Ja, ziemlich scheiße auf jeden Fall. Ihr hattet, glaube ich, beide kein DayZ gespielt, oder? Also ich habe nur die Mod damals gespielt von Arma 2. Ich habe mir das eigentliche DayZ gekauft damals. Ich habe es dann aber nicht wirklich gespielt. Ja. Aber ja, also dass es so vorankommt, ich habe es mir fast teilweise auch gedacht, dass es so kommt. Und es Ja. ist ein bisschen, dass sie jetzt das jetzt raushauen wollen, nach auf eine 1.0-Version, würde ich mal auch sagen. Ist vielleicht ein bisschen eine finanzielle Frage, dass vielleicht nicht mehr so gut finanziell um sie steht und dass sie da vielleicht nochmal was reinholen wollen. Ja. Ist das noch bei Bohemia Interactive immer noch das Ding? Genau. Immer noch. Ja. Der ist ursprünglich mal auch die Mod gemacht hat und bei Bohemia Interactive angefangen hat, der ist ja schon lange weg. Der Sagen wir Dino, mal. ja. Der ist schon ewig weg und auch schon einige andere sind gegangen. Der Brian Hicks, der war da Producer, glaube ich, der ist auch raus. Und auch einige andere Mitarbeiter. Ja, wie gesagt, das lässt mich ein bisschen besorgt zurück, dass das alles noch fertig wird. Ja, das ist ziemlich scheiße auf jeden Fall. Und ich war eigentlich, wie gesagt, einer von denen, die das immer noch, die noch verteidigt haben oder zumindest gesagt haben, ey Leute, ja, entspannt euch mal, klar, es dauert ewig lange, aber es ist noch kein Grund, die zu haten, so. Aber jetzt
mache ich mir schon Sorgen darüber. Gut, bei Dean Hall kriege ich noch was mit, wenn er wieder Bilder von seinem neuen Tesla postet auf Neuseeland. Also das ist ja, so. Das ist das Letzte, was ich so von ihm gehört habe. Also dem scheint es recht gut zu gehen. Der hat irgendwo anders angefangen oder was aufgemacht. Ich weiß nicht, wie das weiterhin Geld reinkommt, aber er hat sich das wohl irgendwie vergolden lassen, noch einen Abschied. Aber nun, egal. Ja, bei Bohemian Interactive weiß man ja auch nicht. Die haben ja ihre große Sache, ist ja immer die Arma-Reihe gewesen. Mhm. Ne? Wo das ja auch ein sehr, sehr nischiges Publikum ist. Zwar ein sehr spezielles Publikum, auch ein sehr treues Publikum, aber auch mangels Alternativen, weil so ein Militärsimulator in dem Umfang findest du ja auch nirgendwo eigentlich. Ne? Ja, es gibt aber nicht viele. Ja. Ob du davon dauerhaft leben kannst, weiß ich auch nicht. Ich wundere mich immer, dass die so lange überlebt haben bisher. Ich glaube, die haben teilweise auch ihre Engine lizenziert und an irgendwie Militär und so weiter. Ja, gegeben. Ja. Also ich will da jetzt nichts Falsches behaupten und sagen, das sind Kriegstreiber, aber ich habe irgendwas mit, dass sie das dementsprechend. Gut, damals, würde ich mal sagen, hat ja auch DayZ teilweise auch Bohemian noch mal gerettet mit Arma 2 damals. Ja, das kann gut sein. Kann sagen, ja. Also bezüglich finanzieller Einnahmen, also ich denke schon, dass diese Xbox-Version, die übrigens als Early Access-Version rauskam, dass die schon gut Einnahmen generiert hat nochmal. Aber ich glaube, jetzt die PC-Version, selbst wenn 1.0 jetzt rauskommt, ich glaube, die wird nicht mehr viel einspielen, weil das Spiel hat sich ja damals, 2013, wie gesagt, gigantisch gut verkauft. Ja. Das war echt erdrutschartig. Ich kann mich eigentlich an kein Spiel davor erinnern, was so abging aus ihm, was so gehypt war. Ich meine, heute haben wir viele Hype-Spiele, aber damals. Das war überall. Gefühl, also, genau. Das war ein Gesprächsthema auch schon, was man so erlebt in dem Spiel. Da gab es Videos gegen viral, jeder hat es gecovert. Das war eigentlich ein bisschen das Battle Royale seiner Zeit vom Hype-Faktor, mal kurz, zumindest für einen kurzen Zeitraum mal. Also wirklich, das ist eigentlich schon so lange in Entwicklung, dass das ganze Trend schon wieder entstanden und vergangen, ne? So lange ist das eigentlich ja, schon unterwegs. Ja, das stimmt, ja. Ja, es hat wirklich einen eigenen Trend gestartet und es hat ja eigentlich auch damals ein bisschen die ersten Schritte getan Richtung Battle Royale, was ja heute dann der richtige große Hype mit Fortnite und PUBG und alles war. Da hat das ein bisschen gleich vorgelegt für die. Ja, das stimmt, das ist ein bisschen verwandt, würde ich auch sagen. Ja, ich meine, es gibt ja heute noch Survival-Spiele, die rauskommen und trotzdem noch gut einschlagen. Dieses Scum, was jetzt vor kurzem rauskam, das war ja auch relativ gehypt und ist gut abgegangen auf Twitch, ist ja im Prinzip nichts anderes. Ja, das muss man halt sehen, ob nicht gerade der Urvater, weil der Urvater ist wahrscheinlich die Mod, aber mal schauen, was daraus wird. Und ich hatte ja schon vor, weiß ich nicht, 2 Monaten oder so, hatte ich mal gesagt, okay, bald kommt dann jetzt der neue Patch raus und dann kann ich es mal testen und im Podcast mal berichten. Und ja, der lässt immer noch ein bisschen auf sich warten. Also das ist, der ist, glaube ich, gerade auf dem Experimental-Server. Also es zieht sich leider alles. Man muss fairerweise sagen, dass sie ja zwischendrin auch die Engine gewechselt haben. Die hatten ja auf eine eigene Engine umgestellt. Oder eine neue eigene Engine und das hat schon, glaube ich, viel Zeit und Ressourcen gekostet. Das kostet extrem viele Ressourcen. Also ein Engine-Umstieg, das braucht richtig viel Zeit teilweise. Ja, ja und jetzt fehlen halt auch noch viele Animationen und viele Features, die fehlen. Ich werde den Status-Report einfach mal verlinken und zusätzlich werde ich noch verlinken eine Liste, die zeigt, welche Features enthalten sein sollten ursprünglich in der Version 1.0 und welche dann enthalten werden sein. Dann kann man mal sehen, wie das Ganze sich entwickelt hat. Jo. Olli, was hast du so gespielt? Nichts Neues. Immer noch letzter Stand von letzten Podcast. Ich darf immer noch ein bisschen weiter bei The Last of Us. Immer noch der erste Teil natürlich. Der zweite kommt ja erst nächstes Jahr irgendwann. Und dieses Far Cry Primal, was ich günstig abgestaubt habe. Jo, das ist erstmal nichts Neues. Erstmal. Kein Red Dead Redemption. Oder hast du keine PlayStation 4? Ich, natürlich habe ich einen, sonst hätte ich ja zur Erinnerung den Spider-Man-Podcast damals nicht bringen können. Nee, aber ich habe mich echt zurückgehalten. Ich bin wirklich dieses Wochenende und schon seit Donnerstag ja immer an den Stapeln vorbeigelaufen, wo immer die Dinger massenweise aufgestapelt waren. Ne? Mhm. Und war dann auch jetzt am Samstag in einer Großstadt, wo auch ein ganz großer Saturn war und da wo die ganzen Red Dead Redemption 2 Playsies auch aufgebaut waren, Pro-Packages da quasi Meter hoch. Und aber nee, ich habe mich echt zurückgehalten, weil ich denke mir, das Ding läuft nicht davon, ich habe andere Sachen noch zu tun. Auch wenn ich nicht erwarte, dass der Preis jetzt da abstürzen wird von dem Ding unbedingt, wenn ich jetzt mit warte, aber ich brauche es jetzt noch nicht, das kann ich auch später machen. Aber es ist natürlich schon beeindruckend, was man so sieht, aber das kann auch noch warten. Ja, ich hatte gesehen, PC Games hat ein 20-minütiges Testvideo auf YouTube veröffentlicht. Mhm. Ganz schön krass, ich habe glaube ich noch nie so ein langes Testvideo zu einem Spiel gesehen. Ich habe auch, hab auch gestaut, das habe ich auch angesehen, ja. Ja, finde ich aber cool. Daniel, wie sieht es mit dir aus? Also, ich meine, du warst ja noch nie hier im Podcast. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, was generell so dein Genre ist oder deine Spiele und was du aktuell. Ja, also mein Genre, da wird es ein bisschen schwierig, weil ich zocke so ziemlich alles ein bisschen, aber gerade jetzt
So, letztens habe ich wieder Destiny 2 angefangen zu spielen. Battlefield 3 habe ich wieder ausgegraben. Und ich habe jetzt auch diesen Sommer auch wieder mit WoW angefangen, mit Battle for Azeroth. Hat mich schon wirklich wieder gelockt, da mich wieder reinzustürzen. Ich bin eigentlich damals rausgegangen bei Warlords of Draenor. Hm. Und gut, die letzten zwei Jahre, als ich dann in China war, natürlich auch viele Mobile Games, weil da hatte ich A, keinen starken PC selber und B, hat man auch nicht so viel Zeit, weil man andauernd am Arbeiten ist. Und okay, da drüben sind nun mal Mobile Games wirklich das große Ding. Und ich habe auch wirklich so ein, zwei gefunden, die ich dann wirklich auch gerne gespielt habe. Sonst bin ich eigentlich absolut kein Fan von Mobile Games. Ja, ich meine, je nach System gibt es ja tatsächlich auch Spiele, die dann geeignet sind. Also ich weiß zumindest, es gibt XCOM Enemy Within, also quasi XCOM Enemy Unknown plus dem Add-on. Das gibt es für iOS. Ich meine, auf dem Smartphone ist das ein bisschen scheiße, glaube ich, aber auf einem Tablet könnte ich mir das ziemlich cool vorstellen. Ja, also mit einem Tablet wäre es bestimmt witzig, ja. Ja, und ansonsten kommt der jetzt bald, glaube ich. Civilization 6 kommt der bald, glaube ich. Aber man braucht natürlich auch die entsprechende Größe des Displays, ansonsten ist das natürlich Quatsch. Gut, und was natürlich eher ein bisschen Wellen geschlagen mit Mobile Games jetzt gerade hier im Westen, ist natürlich CNC Rivals. Also das Command and Conquer Rivals. Wellen natürlich sehr negative. Ja. Aber rein, ich muss jetzt sagen, hätten sie vielleicht nicht gerade den Namen benutzt, wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube auch, damit haben sie sich eigentlich keinen Gefallen getan. Ne? Das ist so, also das kann man zumindest mal vielleicht mal gedanklich durchspielen, ob das nicht klüger gewesen wäre, da was Neues anzufangen, als jetzt diesen Namen zu melken quasi. Absolut. Ob das nicht sogar mehr Ablehnung erzeugt, ne? Als was Neues hättest einfach lassen vom Namen her und die Mechanik einfach so ähnlich gelassen hättest. Das hätte vielleicht unterm Strich vielleicht mehr gebracht. Aber bring das den Leuten mal da oben da in den Managementabteilungen vielleicht bei, ne, die das dann nicht so ganz verstehen. Ja, das ist wirklich so, weil das System dahinter, was sie da aufgebaut haben, ist wirklich ein knackiges, schnelles, eigentlich PvP, ich denke mal sicher auch PvP wird möglich sein, Matchup, was du da machen kannst und wirklich knackig, schnell, das ist genau das, was eigentlich ja auch Mobile-Gamer dann wollen, schnelle, intensive Runden. Das gab es so vorher eigentlich noch nicht so gut oder nicht so intensiv, denke ich mal, wie jetzt da das bei einem Rival sein wird. Ja, also PvP ging auf jeden Fall, die hatten das damals auf der Bühne von irgendwelchen StarCraft 2 Profis vorspielen lassen. Es war so klar, dass das auch zerlegt wird von den Leuten in Heme und sonst was, ne? Als sie das so gemacht haben. Also mir taten die auch ehrlich gesagt ein bisschen leid damals. Also allesamt, sowohl die Entwickler, ne, weil die hatten ja von Anfang an alle keine Chance. Es war klar, dass das, wenn du auf der E3 sowas vorstellst und dann noch so zwei E-Sport-Hansel hinstellst, die das dann irgendwie spielen müssen auf Smartphones und so, dass da alle Zeta und Mordio schreien, war ja wirklich im Vorfeld klar. Ja, das stimmt. Ich denke mal, auch viele Mitarbeiter wussten es auch, aber was willst du machen, ne? Wenn die Chefetage das entscheidet? Ja, okay, dann machen wir halt mit. Ja, die gute Chefetage immer. Ist immer ein Problem. Ja, bin ich mal gespannt, was du gleich dazu erzählst, aber erstmal hätte ich noch einen zweiten Rant anzubringen nach DayZ. Ah ja, lass deinen Hass laufen. Ja, du bist gerade im Schwung, ich merke das. Ja, diese Woche ist auf jeden Fall einiges, was ich nicht so cool fand, rausgekommen oder einiges wurde bekannt. Und zwar wurde für Rainbow Six Siege, was ich ja immer noch gerne spiele, wurde ein Halloween-Modus veröffentlicht, was ja erstmal cool ist, würde man sagen, ein zusätzlicher Modus. Der Modus besteht darin, dass man auf der kleinsten Karte spielen muss, wenn man diesen Modus spielen möchte. Die Karte heißt Haus. Und die Karte, also dieses Haus eben, wurde ganz nett verschönert, muss man sagen. Also stehen da solche Gargoyle-Statuen rum, alles ist ein bisschen vernebelt, es kommen ein paar gruselige Geräusche, also es ist halt wirklich so ein Halloween-Flair, das ist tatsächlich gut gelungen, muss ich zugeben. Aber die Karte ist an sich ziemlich schlecht ausbalanciert, würde ich mal sagen. Eine der schlechteren im Spiel. Der Spielmodus ist, man spielt 5 gegen 5, was man normalerweise auch macht, aber man kann keine Operator auswählen, sondern man hat nur 5 Stück zur Auswahl. Das sind die Operator, die jetzt gerade erschienen sind mit diesen entsprechenden Skins, mit diesen Halloween-Skins oder einige auch vom letzten Jahr. Das heißt, man hat gar nicht die taktischen Möglichkeiten, die man sonst hat. Ja, also normalerweise hat man ja pro Seite, ich glaube, 20 Operator oder 15 zur Auswahl. Jetzt eben nur 5, das heißt, man muss einfach die festgelegten nehmen. Und die Gegner genauso. Noch dazu ist der Ton scheiße, weil man eben diese Störgeräusche hat. In Rainbow Six lebt einfach stark davon, dass man auf Geräusch spielt. Oh ja, extrem. Genau. Und diese Optik, die sorgt halt auch nicht dafür, dass das Spiel besser wird. Also ich finde, im Prinzip wurde es, das einzig Gute ist halt die Atmosphäre, sage ich mal, aber der Rest ist eigentlich schlechter. So, man ist halt eingeschränkt in den Möglichkeiten, also eigentlich in allen Möglichkeiten. Operator-Auswahl, Kartenauswahl,
Und auch taktische Auswahl und generell visuelles, audiovisuelles funktioniert auch nicht richtig. Also ich habe eine Runde gespielt und gesagt, okay, danke, tschüss. Und das obwohl man dafür, wenn man irgendwie 30 Kills macht, was ein bisschen dauert, würde ich mal sagen, da muss man schon einige Runden spielen, dann bekommt man solche Skins halt, die sonst was kosten würden, kann man so, ja, so Lootboxen bekommen. Und normalerweise bin ich ein richtiger Geier und würde mir das antun, aber das ist so scheiße, dass ich gesagt habe, nee, danke. Also, ja. Ja, das ist irgendwie auch so ein bisschen, habe ich den Eindruck, typisch Ubisoft. Ich habe immer den Eindruck, die schwanken immer zwischen genial und liebloser Massenproduktion. Weißt du? Mhm. Das kam mir jetzt bei Far Cry auch so ein bisschen vor. Es gibt manche Ecken, die sage ich sag, richtig, wow, das ist toll irgendwie. Da ist richtig was reingeflossen an Gedanken, wie sie es gemacht haben. Und dann hast du wieder so Missionen wieder, wo du denkst, oh, das habt ihr euch eigentlich nur einmal überlegt und einmal runtergekurbelt und das war's dann auch. Das hätte ich rausgeschmissen, weil das bringt überhaupt keinen Nährwert, das macht nicht mal Spaß oder so. Ja, das kam mir jetzt auch so vor. Das ist manches richtig gut und manches ist wirklich so, boah, also wirklich so wie, also hingekotzt gefühlt, so, weißt du, ja. So richtig so lieblos, so baff. Ja? Ja, also es gab, letztes Jahr gab es schon so einen Modus, den sie eingeführt haben, der hieß Outbreak. Das war so ein Horde-Modus quasi, wo man zu viert, glaube ich, oder zu dritt gegen so KI-Gegner gespielt hat. Und die waren auch schon in Richtung Zombie-artig, die waren halt eher so ein bisschen monstermäßig noch, aber die gingen schon in die Richtung. Und meiner Meinung nach wäre es schlauer gewesen, diesen Modus zu nehmen und einfach optisch umzumodellieren. Denn das Outbreak fand ich ganz cool, ja. Das genau. Hätte man vielleicht da reinnehmen können, also sowas in der Art nochmal, vielleicht ein neues Thema oder so, aber das war viel besser, weil das habe ich auch gespielt gehabt kurz und das war wirklich ganz gut, fand ich. Ja, genau. Und ich finde, der Vorteil ist halt, das ist einfach komplett abgekapselt von dem normalen Gameplay. Das heißt, du hast nicht diesen Vergleich und jetzt hast du immer den Vergleich und sagst dir, okay, aber das ist ja der normale Modus nur in schlechter, warum soll ich das spielen? So, nur für diese blöden Packs? So, und in Outbreak war es halt wirklich eine andere Erfahrung. Da war es dieses, nicht das Kompetitive, sondern eben das Teamplay und ein Miteinander, ein Koop. Das ist jetzt hier einfach nicht gegeben. Also, ich finde, das war ein Griff ins Klo, aber mal gucken, was andere Leute so dazu sagen. Jo. Ja, ich bin jetzt leider nicht mehr so aktuell bei Rainbow Six Siege. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Aber wenn ich jetzt das so höre, muss ich auch sagen, gerade mit dem Ton ist natürlich wirklich ätzend, weil in Rainbow Six Siege ist es so extrem wichtig. Ja, da ist es natürlich wirklich ätzend, wenn du da wirklich nur Störgeräusche hast. Ja, so ist es. Und ich habe jetzt leider eh nicht mehr die Möglichkeit zu spielen aktuell, weil ich habe dummerweise meinen Account verkackt, weil ich das Passwort nicht mehr wusste und jetzt brauche ich diese Google-Authentikator-Geschichte, aber das habe ich auch nicht mehr. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich da reinkomme. Das heißt, mein Account ist erstmal auf Eis gelegt. Das ist genauso, wie du unseren Soundcloud-Account irgendwie lahmgelegt hast. Ne? Ich komme mobile nicht mit unserem Soundcloud-Account ran vom Podcast hier. Da hast du auch wieder abgeschossen. Ja, wahrscheinlich, weil ich das Passwort da irgendwie reingehauen habe, ne? Was ja anscheinend sonst über Google war. Ey, tut mir leid. Das hatte tatsächlich aber auch damit zu tun, weil ich habe meinen Cache geleert und History und so und alles zusammen gelöscht. Und da habe ich mir ein paar Sachen verkackt, auf jeden Fall. Ich muss mal gucken, ob ich noch selber rankomme. Da muss ich mal schauen, sonst bin ich da out of order. Naja, ja, genau, besprechen wir später. Müssen wir dann gucken. Ja, das waren meine beiden Rant-Momente. Ansonsten wollte ich noch mal kurz was erwähnen, was an die letzte Folge anschließt, vorletzte Folge, weil ich hatte ja erzählt über XCOM 2, das Tactical Legacy Pack. Das ist diese Erweiterung, die für War of the Chosen rauskam. Und da hatte ich ja schon erzählt, dass man die Skins nicht richtig kombinieren kann, die man neu freischaltet über diesen Modus. Und jetzt gibt es halt eine erste Mod über den Steam Workshop, die das möglich machen soll. Ich habe sie jetzt selber noch nicht getestet, aber ich werde sie einfach mal verlinken. Falls jemand Interesse daran hat, kann er sich die mal runterladen. Ich werde sie auf jeden Fall die Tage mal testen. Vielleicht erzähle ich dann nächste Folge kurz, ob es geklappt hat oder nicht. Joa. Und dann noch eine Sache. Es gibt jetzt bei Amazon Prime Futurama alle Staffeln. Finde ich cool. Ich liebe Futurama. Das ist quasi Rick und Morty, bevor es Rick und Morty gab. Nicht ganz so extrem, aber ich feiere Futurama sehr. Ich habe mich sehr gefreut, dass das jetzt bei Amazon Prime ist. Jo. Hast du Disenchantment mal geguckt? Dieses neue von Habe ich nicht gemacht, aber ich habe gehört, soll nicht so schlecht sein. Hast du es dir angeschaut? Ja, ich habe schon 9, 10 Folgen durch. Ich finde es erstaunlich anders. Also vom Artwork sieht es ja fast genauso aus wie Futurama oder Simpsons, ne? Auf den ersten Blick. Aber ich finde irgendwie das Tempo irgendwie total anders. Und es ist auch vielleicht auch deswegen ein bisschen anders, weil es so eine fortlaufende Geschichte auch erzählt. Also da bauen die Folgen auch durchaus mal aufeinander auf und sowas, was man bei Simpsons ja nicht unbedingt so hatte. Ne? Das ist vielleicht deswegen auch diese Gag-Intensität etwas geringer, etwas langsamer alles. So ist mein Eindruck.
Und es wirkt heute erstaunlich zahm, was auch vielleicht auch daran liegt, heute ist man einfach härtere Sachen gewohnt. Ne? Also wenn du sowas Rick and Morty und sowas gesehen hast, ist alles wesentlich böser ja irgendwie alles geworden. Ne? Bösartiger und weniger Hemmungen. Da heute ist halt sowas wie Simpsons, was damals ein Skandal war, ist heute Kindergeburtstag dagegen. Ne? Ja, ja, das stimmt. Das kommt ja heute, so, wenn da sowas neu rauskommt von ihm, echt sehr zahm eigentlich vor. Wie sieht's aus? Schaust du das auf Netflix oder wo ist das verfügbar? Netflix, ja. Und also willst du auch erstmal weitergucken? Gefällt dir soweit und du bleibst erstmal dran? Ja, zu Ende gucken werde ich es auf alle Fälle. Ist vielleicht nicht das Coolste, was ich bisher gesehen habe, aber neue Staffel ist vorbestellt und die eine Staffel gucke ich auf alle Fälle zu Ende. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Ja, okay. Ne? Zumindest solide genug, um was durchzugucken, würde ich sagen. Ja. Wie lange dauert eine Folge? Auch 20 Minuten oder sind die länger? Vielleicht ein bisschen länger, 20 bis 30 wird es gehen. Ich habe es nicht mehr im Kopf mehr, aber sowas im Dreh rum. Ja. Gut, dann können wir zum Hörerbrief kommen. Oh, mein Einsatz, oder? Richtig, ja. Da muss ich gleich vorweg sagen, wenn wir die ganzen Daniels wieder sortiert bekommen, bei uns heißt ja irgendwie jeder Daniel, ne? Das ist keine Absicht, das ist der Daniel heute hier im Podcast ist jetzt irgendwie der dritte Daniel, den wir, glaube ich, drin haben, ist richtig? Ich war mir auf Gott zu zählen. Es gibt zu viele Daniels. Wir haben wirklich mal gesagt im Podcast, du kannst bei uns immer gerne im Podcast teilnehmen, solange du Daniel heißt. Und irgendwie ist es auch gekommen. Und also jetzt der Brief, der jetzt kommt, das ist von unserem braven Beitragsschreiber, dem anderen Daniel, nicht dem Daniel, der hier sitzt, sondern halt der andere, ja. Und auch nicht der andere Daniel, der manchmal im Podcast was spricht, das ist auch wieder ein anderer, der zwischendurch da war. Das hat mich alle komplett verwirrt. Ich glaube, ich lese einfach mal vor. So, ich glaube, das ist besser. Ich erlaube mir, das ein bisschen einzukürzen. Deswegen fange ich mal an mit, erstmal fange ich an, mich zu verblättern hier, aber kein Problem. Wir fangen hier an. Okay. Also erstmal beschwert er sich bei uns ausgiebig. Spielt einer überhaupt mal das, was ich erwähne? Ja. ja, tut uns leid, aber wir sind irgendwie totale Ignoranten. Wir haben irgendwie einen schlechten Geschmack hier im Podcast. Ne? Ist ja nicht so, dass ich verlange, dass ihr alle Beautiful Joe gedaddelt hättet oder Killer 7. Ich hoffe, ich bekomme mit dieser Mail den nächsten Podcast frei Haus geliefert. Kommt der bei Telegram? Das war der Gag, den wir letztes Mal hatten, ne? Wegen freier Hauslieferung war das. Ja. Ich mag euren Podcast auch vom Aufbau her, dass ihr zuerst anfängt mit wer hat was gedattelt oder sonstige Ereignisse, bis ihr zu festen Themen, News und so weiter kommt. Hoffentlich nicht immer mit meinem einzigen Hörerbrief. Ja, das, wie gesagt, das ist noch Luft nach oben. Ne? Wir nehmen auch gerne andere. Ich lasse gerne euren Podcast bei längeren Arbeiten im Hintergrund laufen. Ja, diesmal war es beim Backen und Räumen in der Küche. Wüsste ich, wie der Kuchenversand läuft, würdet ihr was abbekommen. Dieser Absatz hat mich spontan erinnert an die besten Zeiten vom originalen PC Games Podcast, ne, wo die immer was haben die bekommen. Mal eine Kiste Bier oder sonst was. Bier, ja. Ja, vielleicht können wir da anschließen, dann können wir vielleicht wenigstens unsere Lebenshaltungskosten müssen verringern. Nur einigen das bekommt. Am besten schickst du alles zu Tobi, da musst du aber Überseekosten. Einfach sein. Ich erlaube mal was überspringen wieder. Rockstar ist ohnehin nicht auf meiner Spiele-Favoritenliste. Das letzte coole GTA war der zweite Teil. Mit Rülps und Furztaste und coolen Sprüchen. Oder als Publisher Max Payne. Den dritten habe ich durch Humble Bundle erstanden und nach 20 Minuten nicht weitergedaddelt. Oh, hat es ja nicht gelohnt. Ich bin somit bei denen genauso raus wie bei Activision Blizzard. Ich denke, ich belasse es erstmal bei dem Haufen Text. Gut, den habe ich jetzt eingekürzt jetzt. Sonst gibt es wieder Probleme beim Vorlesen. Keine Kritik, behaltet das bei. Das ist natürlich und gehört zu der Person. Dann mal schön nächsten Podcast, euer Langschreiber Daniel. Jo. Ja, danke für den Hörerbrief, wie immer. Auf dich ist Verlass. Ja, zu den Spielen, die wir so besprechen, da ist echt nicht so viel dabei gewesen von den Sachen, die er erwähnt hat. Ne? Er hat echt Pech, der Gute, er hat echt Pech, ja. Vielleicht muss er immer mehr Spiele erwähnen in seinen Hörerbriefen, damit was dabei ist. Mehr aktuelle Sachen. ja, ansonsten, was schreibt er noch? Ach so, bezüglich GTA 2 hat er geschrieben, fand er damals sehr cool. Das war der letzte coole Teil, was ich ein bisschen heftig finde. Aber okay. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte GTA 3 damals das erste Mal gespielt und ich fand das extrem komisch, dass es in der Third Person war. Das hat mir anfangs gar nicht gefallen. Daniel, was ist so dein liebstes GTA?
Schwierig zu sagen. Ich hab GTA 5 gespielt, aber nicht allzu lange. War ganz cool, aber es hat mich nicht groß gepackt. Und irgendwie haben mich allgemein, die GTA-Serie hat mich nie ganz so gepackt. Ich war dann mehr der Saints Row-Typ. Ich mochte Saints Row so richtig gerne. Da habe ich alle Teile bis zum vierten gespielt. Der vierte fehlt mir noch ein bisschen, da habe ich noch nicht ganz durch. Aber sonst habe ich 1, 2, 3, habe ich alle durchgespielt. Und die habe ich richtig gerne gehabt. Also ich war da mehr der Fan von Saints Row als von GTA eigentlich. Ja, also ich fand die Story von Saints Row, soweit ich das verfolgt habe, ich glaube, ich bin erst mit dem dritten Teil so ein bisschen eingestiegen. Ich habe mir das halt irgendwie als Let's Play angeschaut. Ich fand die Story fand ich ziemlich grandios und lustig. Aber ich muss auch sagen, dass bei mir ziemlich schnell so eine Erschöpfung eingetreten ist, was das Gameplay angeht. Also ich finde, das wirkt schon extrem repetitiv nach einiger Zeit. Findest du das auch so oder hat dich das gar nicht gestört? Ja, gibt schon, ja, kommt schon viel immer wieder eine Wiederholung rein. Aber mich hat es nicht groß gestört. Ich fand die Welt immer ganz cool und die Story war gerade beim 1 und beim 2 fand ich noch ganz toll. Die dritte war so dann wirklich mehr Richtung abgefahren und dann im vierten ist sie dann komplett explodiert in dem Sinne. Weil beim ersten, da war es noch mehr, sagen wir jetzt mal, an die Realität angelehnt, sagen wir so, in die Richtung. Da war es noch nicht ganz so verrückt wie dann später 2, 3 und dann sowieso 4. Ja, ja, der vierte war ja komplett jenseits von Gut und Böse, was das anging. Ja, das stimmt, was ich zumindest davon gesehen habe. Wie sieht's aus mit diesem anderen Spiel, was die jetzt gemacht hatten, danach die Entwickler? Wie ist das Spiel? Agents of Mayhem. Genau. Habe ich nicht gespielt, kenne ich in dem Sinne auch gar nicht, weiß ich also leider nicht, wie das lief. Ja. Hab ich Verdacht, ist das Spiel, was sie vielleicht, ist das Spiel, was sie vielleicht halb umgebracht hat. Ich weiß nicht, ob sie von davon bisher erholt haben. Deswegen muss, glaube ich, gnadenlos gefloppt sein. Ja, ich denke auch. Aber war leider doch abzusehen, ne? War so mit Ansage. Ein bisschen schade. War irgendwie ein bisschen seltsam auch irgendwie gewesen. Also kurz für meine GTA-Geschichte, also 1 und 2 habe ich tatsächlich nie gespielt, das habe ich immer nur gesehen, aber dachte mir damals, aus dem Genre oder aus dem Franchise wird nie was, dachte ich mir damals. Ich sollte also nicht mit Aktien spekulieren, ich bin Vorhersagen extrem schlecht. Das erste GTA, was ich dann gespielt habe, war Vice City. Also das mit den 80er Jahre und sowas. Was ich damals grandios fand, habe ich glaube ich zwar nie beendet, aber ich fand es grandios, weil das ist, mein Gott, wer kann das nicht lieben, 80er Jahre Musik und dann noch Florida dadurch zu grüßen, da diesen Miami-Verschnitt da, das war schon ganz, ganz cool. Dann hatte ich glaube, ich hatte umgekehrte Reihenfolge, ich habe dann 5 habe ich auch durch, GTA 5. Fand ich persönlich richtig geil, also habe ich auch mit durchgemacht. Ich liebe bei GTA, es ist ja eine richtige, also eigentlich eine Satire, die da abläuft, komplett. Ne? Du lebst in einer Welt, die aus Satire besteht, wenn du da rumfährst, da durch die Orte und sowas. Und ich habe das immer ganz abgöttisch geliebt mit den Radiosender da, der mit seinen Beiträgen laufend läuft im Hintergrund. Und ach, es war einfach herrlich immer. Und dann das GTA 4 habe ich, glaube ich, später nachgeholt. Das fand ich auch ganz toll, wo es ein bisschen anders war und manchmal ein bisschen clunky da. Aber auch ganz toll, ja. Und ich habe diese GTA-Serie auch immer lieber gemocht als Red Dead Redemption, nämlich ein gutes Stichwort, wo wir gerade wieder zu sprechen kommen, den ersten Teil. Den habe ich bis heute nicht beendet. Ich habe ihn liegen, aber ich habe ihn bis heute nicht beendet, weil der ja vom Tempo ja ganz anders ist. Und es ist nicht so einfach ein GTA mit Pferden. So einfach ist es nicht. Ne? Die machen es ein bisschen anders. Und ich weiß deswegen auch nicht, ob ich das Red Dead Redemption 2 so gerne mögen würde, weil es ist ja deutlich langsamer. Du hast da auch der Satire-Aspekt ist deutlich, deutlich weniger, finde ich zumindest. Und das fehlt mir so ein bisschen so. Und was Saints Row angeht, ja, da kenne ich jetzt nur Teil 4 und der ist ja wirklich batshit insane, ne? Das, ja, absolut. Da gibt's Sachen, die spotten jeder Beschreibung, aber hat natürlich auch einen gewissen Charme. Also ich fand den auch ganz witzig, habe ich aber auch nie dann zu Ende gespielt, aber habe ich immer noch rumliegen hier. Will ich mal weitermachen, aber ist eine von den Sachen, ja, fängst du an, ist alles so ganz, ganz spaßig, aber dann kommt das nächste Gute an und dann lässt du das wieder liegen, weißt du? So ungefähr. Das waren so meine Erfahrungen mit den Reihen GTA und Saints Row. Ja. Also ich habe GTA 1 gespielt, damals schon, fand ich sehr cool. Das war, weiß ich nicht, ob ich 13, 14 oder so. Dann GTA London, fand ich auch ganz cool, was ja die Erweiterung war dafür, das Add-on. GTA 2 habe ich extrem gefeiert, wie der Daniel auch, was er schreibt. Ja, die Rübsen- und Furzentaste war ganz toll damals, auf jeden Fall. dann kann ich mich noch erinnern, es gab dieses Elvis Has Left the Building. Da gab es ja irgendwie immer so eine Reihe von Leuten, die da rumgelaufen ist.
keine Ahnung, das war halt irgendwie ein Part von einer Gang oder irgendwas, ich weiß nicht, die sind halt immer in so einer Reihe gelaufen, wenn du die alle auf einmal überfahren hast, dann hast du dafür irgendein Achievement bekommen. Also Achievements gab es damals in dem Sinne noch nicht, aber dann kam halt immer so ein Ansager dafür. Und ich kann mich noch an eine absurde Quest erinnern, wo man irgendwie von dieser Hare Krishna-Sekte Leute einsammeln musste für die konkurrierende Sekte. Und dann hat man die Sektmitglieder irgendwie zu Hotdogs verarbeitet und die dann verkauft oder so. Also ich war ziemlich abgefahren. Ich weiß noch, ich fand GTA 2 sehr schwer. Ich habe es tatsächlich nie durchgespielt. Das war auch noch früher die Zeit, wo ich gerne gecheatet habe in solchen Spielen. Einfach um Total Mayhem anzurichten. Aber ja, durchgespielt habe ich es, glaube ich, leider nie. Ja, das war natürlich immer witziger, gerade bei San Andreas. Fliegende ja, Autos rein, Rino holen und dann mit dem Rino, mit dem Schießen hattest du genug Schwung, um dann auch zu fliegen. Ah, das wusste ich gar nicht. Okay. Du musstest dann einfach den Turm auf die, also auf die Rückseite drehen und dann einfach andauernd feuern, dann konntest du mitfliegen, wenn du den Cheat drin hattest. Ja, krass. Also ich wusste, dass man damit schneller fahren konnte, aber ich wusste nicht, dass man mit einem entsprechenden Cheat fliegen konnte damit. Ja, sehr es gab cool. natürlich den Cheat fliegende Autos, aber das war nur, wenn du genug schnell warst. Ja. Und der Rino konnte nur genügend Geschwindigkeit haben, wenn er mit dem Rückstoß der Waffe noch arbeitete. Okay, sehr cool. Ja, der Rino war halt der Panzer, ja. Ja, ich kann mich noch erinnern, in GTA San Andreas war, glaube ich, mein Mittel der Wahl, entweder so einen Harrier-Jet zu klauen, also ich weiß gerade nicht mehr, wie der hieß, aber diesen Jet, oder aber in die Militärbasis zu gehen, um sich das Jetpack zu holen, was es ja auch da gab. Das war auf jeden Fall immer spaßig. Ich glaube, in San Andreas habe ich gar nicht groß gecheatet, aber bei mir war das, glaube, Vice City, wo ich noch auch ziemlich viel Quatsch gemacht habe. Und ich glaube, San Andreas war das erste Spiel, was ich wirklich mal umfangreicher gemoddet habe. Also wo jetzt ich bin nicht der Modder, sondern ich habe halt die Mods mir gezogen und dann reingehauen. Stimmt, wobei ich da habe ich auch mal was. Ja, also ich hatte eigentlich war jedes Auto nicht mehr original. Aber das hat dann auch zu diversen Problemen geführt. Dass man irgendwie aus irgendwelchen Gründen das Model wurde dann nicht richtig angezeigt von auf Entfernung. Dann hast du erstmal nur die Reifen anrollen sehen und dann, wenn es langsam näher kam, dann hast du wirklich erst das Model des Autos gesehen und ich glaube halt, das Spiel war einfach dann irgendwann damit überfordert oder die Engine oder so, wenn man zu viele Polygone oder was weiß ich da reingekloppt hat. Irgendwas hat dann nicht mehr richtig funktioniert. GTA 4 habe ich extrem viel gespielt, fand ich richtig nice, muss ich sagen. Das war auch das erste Spiel mit der neuen Engine dann. Und da habe ich auch ohne Ende gemoddet, alle Autos verändert und so, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und GTA 5 fand ich auch cool, habe ich nicht gemoddet. Und habe ich auch nur einmal durchgespielt und dann nicht mehr so groß gespielt. Aber es war ein gutes Spiel auf jeden Fall. Aber irgendwie hatte ich mit den alten GTA-Teilen mehr Spaß. Ich weiß nicht, ob sich mein Geschmack ein bisschen verändert hat oder woran es liegt. Aber ja, das Neue war dann nach einmal durchspielen auch in Ordnung. Und jetzt in GTA 5 ist ja Modden eine ziemlich große Geschichte in Online-Servern, ne? Also da gibt es ja Modder, die allen das Spiel versauen, mehr oder weniger. Ja, das ist immer ein heißes Eisen. Gerade letzte Nachricht, die hier durchkam, dass sie irgendwas geschafft haben, dass es gerade auf Singleplayer-Spiel auswirkt. Ja. Ne? Ja. Das gar nicht, hab ich nicht tiefer reingelesen, was das. Es gab ja schon mal so ein Vorkommnis, da war es aber, glaube ich, nur eine Falschmeldung oder ein Scherz. Und jetzt soll irgendwas wirklich einer was geschafft haben, dass, wenn da irgendwas Bestimmtes macht, dass dann im Singleplayer-Spiel sich irgendwas auswirkt. Ja, ich weiß nicht, ob das ganze Ding ist so löchrig wie ein Schweizer Käse, das ganze GTA Online, aber irgendwie wollen die es auch nicht auf andere Füße stellen oder so. Geld verdienen sie wahrscheinlich auch mit genug, ne, mit ihren Shark-Cards und dem ganzen Kram. Das läuft ja heute noch wie blöd, ne? Die verkaufen ja, bis vor gar nicht lange her, da hat GTA 5 immer noch zwischendurch Spitzenplätze auf Steam hingelegt beim Verkauf, ne? Das muss man sich mal reinziehen, zumindest vor dem ganzen Battle Royale-Hype. Da waren die immer noch mit schöner Regelmäßigkeit oben dabei. Und das haben die ja bestimmt nicht Leute alle gekauft, weil sie die Story spielen wollten. Wahrscheinlich, weil alle auf GTA Online gehen wollten, vermutlich mal stark. Ne? Und das war schon, ja, also die haben damit echt schon einen Umsatz gemacht und auch keine Not anscheinend, da irgendwie was am System zu verbessern. Man darf gespannt sein, ob bei Red Dead Redemption 2, wenn der Online-Part rauskommt, der kommt ja erst noch, der ist ja noch nicht da, ob das dann irgendwie solider wird. Ob da vielleicht da ein anderes Backend schon hinter ist, was irgendwie sicherer ist von den Exploits her oder sowas. Da bin ich mal gespannt. Ja, das wäre auf jeden Fall in Ihrem Interesse. Ja, bitte, Daniel. Ja, das könnte auch ziemlich spannend werden bei Red Dead Redemption 2 da mit dem Online-Part und gerade auch, ob sie dann vielleicht auch so Cheater-Probleme haben wie bei GTA 5, wäre natürlich auch noch so ein Ding. Gab es ja auch damals noch ein paar Probleme, weil gerade auf dem PC hat es ja einige Cheater immer wieder gehabt. Genau. Das ist auch, also, auch noch so. Das ist ein einziges Cheat-Fest, glaube ich, so ein bisschen. Ja, das, also ich sag mal so, es gibt ja einerseits natürlich die Cheater, die anderen Spielern das Leben schwer machen, was natürlich auch nicht gut ist für Rockstar, wenn dann Spieler nicht mehr spielen, weil sie die Schnauze voll haben von Cheatern. Aber andererseits gab es auch sehr oft die Cheater oder Hacker, keine Ahnung,
die Geldbeutel verteilt haben. Ja, die haben einfach mit Geld um sich geworfen, ja. Genau. Und das ist natürlich noch weniger im Interesse von Rockstar, ja, dass quasi Ingame-Währung verschenkt wird ohne Ende, weil ja, dann müssen diese blöden Char-Cards ja nicht mehr gekauft werden. Ja, deswegen werden sie wahrscheinlich versuchen, das irgendwie zu unterbinden, aber sie haben es ja bis heute anscheinend nicht geschafft im GTA 5, deswegen bezweifle ich ein bisschen, dass sie es schaffen werden in Red Dead Redemption Online. Ja, bleibt abzuwarten halt, ne? Ob es vielleicht eine ganz neue Hintergrundmechaniken oder so ein Backend quasi alles neu ist. Hm. Das war vielleicht auch GTA Online, weil auch war das nicht das erste auch in der Art, was sie so wirklich gemacht haben, in dem Stil. Das war vielleicht auch also erstmal der erste Versuch des Ganzen und hat sich vielleicht auch erfolgreicher gestaltet, als sie selber vermutet hätten, dass es gar nicht so skalieren konnte in dem großen Maße, wie das dann abgelaufen ist. Vielleicht, mal nur bloße Vermutung mal in der Richtung. Ja, das stimmt. Ja, und dann hat der Daniel ja noch geschrieben, dass er Max Payne 3 ein bisschen gespielt hat durch ein Humble Bundle, was er hatte, aber nur 20 Minuten. Ich war enttäuscht von der Optik von Max Payne 3. Wahrscheinlich, naja, also nicht von der grafischen Qualität, sondern eben von dem Stilwechsel. Das war ja von diesem Film Noir-Ding zu dem, was weiß ich, abgerockten, Hawaii-Hemd tragenden Glatzkopf. Genau. Das haben ja viele bemängelt damals, aber ich muss trotzdem sagen, dass das Spiel und das Gameplay echt gut war. Das fand ich auch ganz cool. Schon ein paar Jahre, als ich gespielt habe, ich habe es dann auch irgendwann, es wurde auch auf Steam dann irgendwann für, ich weiß nicht, da schon vor ein paar Jahren für 5 bis 10 Euro verschleudert oder sowas, ne? Aber das, ich fand das eigentlich richtig, richtig nice, das Ding. Es war richtig ab, hatte harte Handlung gehabt teilweise, ne? Da ging richtig ab. Und gute Szenen auch, was weißt du, wo du in Brasilien durch die Slums da durchläufst und sowas, ne? Die richtig cool waren, auch von der ganzen Stimmung, die da war und so. Also war man da nicht auch in dem Footballstadion oder war genau, das eine Karte? Das war cool, ja. Es war ein Footballstadion, da gehst du noch an diesen Gedenkplatz vorbei für den einen ermordeten Fußballspieler, der irgendwie da von irgendwelchen Drogentypen ermordet worden ist oder sowas, ne? Hat auch so ein bisschen Sozialkritik auch vielleicht ein bisschen gehabt. Ja, in der war ein bisschen so, er war dauerbereit oder dauerbekifft immer. Das war. Und es waren auch echt harte Szenen drin. Also wie sind ein Typen da, will nichts spoilern, aber wer es gewesen ist, wenn sie da in diese Altreifenstapel verbrannt haben und sowas, ne? Meine Herren, also das ging schon ordentlich ab. Und ich habe das eigentlich sehr gemocht. Das war schon ein spaßiges Spiel. Ich finde auch so richtig in der Art, in Verbindung, also diesen so ein Third-Person-Shooter mit so einer düsteren Atmosphäre, in der Art gab es auch nicht mehr wieder, oder? Vielleicht so. Nee, The Darkness ist First Person, ne? Also Third Person mit wirklich harten Kern ist in dem Sinne auch Black Ops The Line. Was ja sogar eine deutsche Produktion war. Ja, das stimmt. Das war natürlich richtig hart. Also gerade auch Spoiler, der weiße Phosphor, das ist richtig. Ja, genau. Ich habe das tatsächlich nie gespielt, aber man hört ja immer wieder, dass das wird ja auch von Kritikern sehr gelobt, ne? Dass das eben einfach andere Filme Kritiker Liebling, ja, ja. Genau. Ja, das Spiel ist richtig gut geworden, das mochte ich echt. Ja, aber sonst fallen mir eigentlich auch keine ein, die so in diese derbe Richtung gehen, aber ich hätte mir halt, wie gesagt, trotzdem gewünscht, dass der alte Stil beibehalten worden wäre. Ich bin jetzt nicht so abgegangen wie viele andere, die sich extrem darüber aufgeregt haben und ich habe es auch durchgespielt, eigentlich mit Spaß, aber trotzdem fand ich diesen Stilbruch schon eigenartig und ein bisschen unpassend. Wobei es jetzt storytechnisch aufgebrochen wurde. Ja, es gab ja kurzfristig Gerüchte, ob nicht ein neuer Teil rauskommt, weil der Knabe, der das Gesicht ihm geliehen hat in Teil 1 und 2, ne? Ich habe den Namen jetzt vergessen, da hatte so ein ganz markantes Gesicht, wenn er eine Augenbraue hochzieht und sowas, dann weiß ich ja sofort, wer das ist, dann auch, wenn man mal das Gesicht wieder sieht da. Das war ja direkt dann Face-Scan schon vor Ewigkeiten, von Max Payne 1 und 2 schon. Der ist jetzt öfter mal Twitter aufgetaucht und hat so Andeutungen gemacht oder weiß nicht, ob es nur einfach ein Scherz war, keine Ahnung, aber sind sich alle gleich aufgesprungen und haben jetzt da wilde Hoffnung gehabt, dass es vielleicht doch mal jetzt wieder mit seinem Gesicht quasi ein weiteres Max Payne gibt, aber nichts Genaues weiß man nicht, ne? Es müsste ja auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wem die Rechte mittlerweile liegen jetzt, aber keine Ahnung. Aber wahrscheinlich weiterhin bei Rockstar, würde ich mal vermuten. Ja, möglich. Vielleicht gehen sie auch mal wieder was. Vielleicht gibt es ja mal von denen inzwischen Durchprojekt mal, nachdem sie endlich jetzt Red Dead Redemption 2 durch haben, das Megaprojekt. Vielleicht hauen sie ja so ein kleines Projektchen wie Max Payne jetzt mal durch oder so. Man kann ja noch träumen. Ja. Ich habe gerade nachgeschaut. Sam Lake heißt der Herr. Genau, Sam Lake, ja klar. Ja, der war's. Ah, okay. Eigentlich heißt der Sami Järvi. Ist ein Finne. Okay, ist nur ein Spitzname. Wusste ich auch nicht.
Ja, David Cage heißt auch nicht David Cage, die haben alle Spitznamen. David Käfig. Okay, oh mein Gott. Lass uns schnell weitermachen. Okay. Ja, an News haben wir diese Woche eigentlich gar nicht so viel. Wir wollten nochmal ein bisschen anschließen an letzte Woche. Und zwar hatten wir schon darüber gesprochen, dass eben bei Rockstar angeblich die Arbeitszeiten so extrem sind, dass auch der Dan Houser quasi das Ganze angestoßen hatte durch seinen Kommentar. Er ist ja schon ein bisschen zurückgerudert und hat das mehr bezogen jetzt auf das Storywriting-Team. Aber eigentlich wollten wir kurz sprechen über den Artikel, den Olli letzte Woche schon angesprochen hatte, glaube ich, dass er kommen sollte. Das ist der Artikel von Jason Schreier unter dem Namen Inside Rockstar Games Culture of Crunch. Der ist auf Kotaku erschienen und ist auf jeden Fall ein ziemliches Brett, einfach nur von der Länge, würde ich mal sagen. Also ich habe schon ein bisschen gebraucht, um mich da durchzulesen. Ja, was hältst du von dem Artikel, Olli? Ich habe in der Gänze jetzt gar nicht mehr, ehrlich gesagt, so ganz im Kopf, aber es ist wieder ein typischer Jason Schreier-Artikel. Sehr ausführlich recherchiert, würde ich mal sagen. Ne? Hat wieder alle seine Beziehungen wieder spielen lassen. Geht das wieder sehr ausführlich an. Er hat ja im Vorfeld auch schon angekündigt gehabt, die Leser wollen eigentlich immer an die einfache Geschichte und die einfache Wahrheit immer. Aber so einfach ist es halt auch nicht. Ne? Und das hat er auch dann jetzt voll wieder seinen Glauben hier ausgelebt quasi, indem er das dann sehr differenziert angeht. Ja, ich kann es ist schwer, irgendwie das Ganze zusammenzufassen. Im Prinzip hat er gesagt, es ist halt, man muss es halt unterschiedlich sehen, wer da was sagt und sowas, hat er gesagt, und welche Teams wie lange gearbeitet haben. Es ist auch eine riesen Geschichte, eine riesen Bude, die daran arbeitet hat. Und man kann es dann nicht einfach auf wenige Sätze zusammenpassen. Ne? Vielleicht hast du ja ein bisschen das genauer. Ich habe ja meine Probleme gerade ein bisschen mit das zusammenzustreichen. Ja, ich habe ihn gestern oder vorgestern erst gelesen, deswegen ist es noch relativ präsent. Ah, sehr schön. Ich gebe dir erstmal recht, also es ist schwierig rauszufiltern, was ist denn jetzt eine relevante Info, was ist wohl die Wahrheit, was stimmt vielleicht nicht. Also es ist im Grunde, basiert es größtenteils auf Aussagen von anonymen Quellen, ja, also von irgendwelchen Mitarbeitern oder ehemaligen Mitarbeitern, wo sich einige positiv, andere negativ äußern. Also es ist dann so, okay, was soll ich jetzt daraus ziehen? Ne? Das ist ein bisschen schwierig. Dann gibt es noch so Aussagen von einer Pressemitarbeiterin oder Pressesprecherin, ich weiß gar nicht genau, was da ihre Position ist, aber die halt sich mit ihm unterhalten hat von offizieller Stelle aus, und er hat dann auch Interviews vor Human Relationship Guys gehalten, nee, Human Resources heißt das, glaube ich, ne? Also vor Human Resources, ja. Genau, dann kann er vor so Personalern mit Mitarbeitern, was natürlich auch ein bisschen schwierig ist, weil die sich wahrscheinlich nicht so frei äußern, wenn andere Mitarbeiter dabei sind und wenn gleichzeitig noch jemand eben von dem Team da zuhört und drüber schaut quasi. Aber ich finde, was sich schon rauskristallisiert hat, ist, dass anscheinend nicht genug Wert darauf gelegt wird, dass die Leute einen gesunden Arbeitsstil an den Tag legen. Ja, also, dass sie versuchen, normalerweise finde ich, ist es auch ein bisschen die Aufgabe des Arbeitgebers zu sagen, okay, jetzt, ne, du hast jetzt schon 10 Stunden gearbeitet, jetzt geh mal lieber nach Hause. Aber das scheint es da ja absolut nicht zu geben. Also ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass es so ist, dass die Mitarbeiter gezwungen werden, da so lange zu arbeiten, oder dass es zwingend erwartet wird, weil da gehen die Stimmen, wie gesagt, auseinander. Das kann man schlecht differenzieren. Aber es ist anscheinend so, dass niemand irgendwann nach Hause geschickt wird, sondern wenn er da pennen will, soll er da halt pennen. Dann gab es irgendwie, gab es anscheinend mal zwischendurch einen Wäschedienst bei, ich glaube, Rockstar San Diego oder so ähnlich. Also die scheinen das schon zu unterstützen. Die haben Essen bestellt ins Büro, was ja auch dafür sorgt, dass die Leute weniger rauskommen. Also ja, es scheint keine gesunde Arbeitsumgebung in der Beziehung zu sein. Vielleicht kann Daniel später ein bisschen was dazu erzählen aus seiner Erfahrung. Mal gucken, wie das so ist in China. Ja, da kommt noch einiges. Ja, ich bin schon sehr gespannt auf jeden Fall. Ja, und ja, dadurch finde ich es halt schwierig zu urteilen, wie die Lage genau ist. Aber meiner Meinung nach muss da von der Chefetage eigentlich mehr darauf geachtet werden, was sie anscheinend nicht tun und was ja anscheinend auch nicht in ihrem Sinne ist. Und gegen Ende fand ich noch ganz interessant, hat das ein bisschen daran angeschlossen, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben. Wir haben ja so gesagt, das ist so die moralische Vorstellung, oder wie soll man da rangehen? Soll man das Spiel kaufen? Soll man den Entwickler unterstützen, wenn man weiß, dass da so, ich sag mal, unmenschliche Bedingungen herrschen? Und tatsächlich hat der Jason Schreier geschrieben, dass selbst die Mitarbeiter, die
sich unterdrückt oder unrecht behandelt gefühlt haben, dass selbst die gesagt haben, ja, bitte kauft das Spiel, bitte verzichtet nicht darauf, um dem Entwickler eins auszuwischen oder um eure Meinung auszudrücken. Also die scheinen tatsächlich der Meinung zu sein, wir möchten lieber für unsere Arbeit honoriert werden, sei es jetzt in dem Sinne, dass das Spiel gut abgesetzt wird und dadurch halt eine positive Rückmeldung erfolgt, oder aber dadurch, dass sie halt ihren Bonus bekommen möchten, der ja schon letzte Folge erwähnt wurde, und das war auch in diesem Artikel öfter Gegenstand, dass die Leute halt darauf hoffen, dass ihre unbezahlten Überstunden, ja, das ist alles quasi, wird nicht extra vergütet, dass die dann irgendwie durch einen Bonus noch entsprechend abgegolten werden. Und je nach Spiel fällt der Bonus halt auch nicht so gut aus, wenn das Spiel nicht gut ankommt. Wolltest du was sagen, Daniel? Ja, Crunch ist natürlich in dem Sinne unbezahlte Überstunden, und dass da natürlich ein Bonus rausspringt, ist meistens eher unwahrscheinlich, aber es kann natürlich schon sein, dass bei einem großen Publisher das wirklich auch mal was kommen kann, oder gerade auch bei Feiertagen oder so, dass da noch mal was kommt. Deswegen kann ich auch vorstellen, und die haben ja auch wirklich viel Leidenschaft da reingesteckt, die meisten, und deswegen ist es denen doch auch wichtig, dass sie sich gut genug verkauft. Ja. Aber Crunch bedeutet ja wirklich einfach nur unbezahlte Überstunden, und das ist schon noch was in der Branche, was thematisiert werden sollte oder auch mehr thematisiert werden sollte. Darf ich da kurz einhaken? Also ist es wirklich die Definition von unbezahlte Überstunden? Weil ich weiß, letzte Folge haben wir noch drüber gesprochen, da hat Tobi noch bei uns eingehakt. Ja, das werden die aber schon bestimmt bezahlt bekommen haben, wäre ja noch schöner, so nach dem Motto. Aber du glaubst, das haben die nicht bekommen. Also wenn die da gerissen haben, ihre 100 Stunden da, dann war das, das Gehalt blieb gleich, meinst du? Also normalerweise Crunch in der Branche heißt einfach wirklich unbezahlte Überstunden. Das finde ich schon hart, muss ich sagen. Also da habe ich auch nicht mit gerechnet. Ich dachte wirklich... Und die sind ja auch in dem Sinne auch freiwillig, also in dem Sinne wird so gezwungen. Aber es ist immer so ein Ding mit dem Druck ein bisschen. Was auch gerade auch viel gemacht wird, ist der Teamdruck. Das heißt, ja, genau. Einer bleibt ja, dann so. Lasse ich den nicht hängen. Da bleibe ich doch auch noch ein bisschen länger. Ja. Und dieser Druck baut sich extrem auf, und das macht es natürlich gleich nochmal schlimmer. Genau, und das meinte auch jemand in dem Artikel, der da zitiert wurde, der hat halt gesagt... Wenn man dann mal früher nach Hause geht, dann gucken einen die Arbeitskollegen böse an, oder zumindest hat man das Gefühl, dass man eher von der Gruppe abgestoßen wird. Also ja, wie du schon sagst, da entsteht so ein Druck innerhalb des Teams. Ja, also das fand ich schon ein bisschen krass. Und in dem Artikel hieß es auch noch, dass einige Mitarbeiter auf Stundenbasis angestellt sind. Also das heißt, die bekommen dann auch die Überstunden bezahlt tatsächlich. Aber gleichzeitig haben die wohl so Verträge, die dafür sorgen, dass sie ansonsten, wenn sie diese Überstunden nicht hätten, deutlich weniger verdienen würden als die anderen. Also das wird dann wohl entsprechend ausbalanciert. Ja, das finde ich schon ein bisschen krass, muss ich sagen. Joa, so viel dazu. Wir verlinken den Artikel natürlich. Wer möchte, soll ich ihn mal gerne durchlesen, ist auf Englisch. Wie gesagt, ich finde, am Ende kam nicht so viel bei rum. Aber es ist einfach mal interessant zu lesen, auf jeden Fall. Ja, so ein bisschen, ja, es bleibt halt indifferent, weil unterschiedliche Leute berichten unterschiedliche Erfahrungen. Zwischen den einzelnen Rockstar-Studios ist es auch wieder ein bisschen anders. England war anders als Amerika, hat man gemerkt, wenn man das durchliest. Ach, ein Punkt noch, der mir wichtig erschien. Mhm. Außerhalb der ganzen Crunch-Debatte, der auch davor kam, das war noch so ein kleiner Shitstorm im Nachhinein, aber der ging fast ein bisschen unter, war der Punkt, dass die wohl nur die Leute in den Credits aufnehmen, die auch das am Ende dabei waren, als dann Goldstatus war. Okay. Das heißt, dass die Leute, die zwischendurch abgesprungen sind oder aufgehört haben, die tauchen in den Credits nicht auf. Und das ist ja für einen Entwickler durchaus immer wichtig, dass er nennen kann, habe von da bis da in dem Spiel mitgearbeitet. Ne? Dass du es auch in einem Portfolio erwähnen kannst oder dein Lebenslauf erwähnen kannst. Ja, und das, die haben ganz klar gesagt, das ist auch im Artikel nochmal genannt, dass wir haben so eine Philosophie, wer es nicht bis zur Finishline schafft, so haben wir es genannt, der wird auch nicht erwähnt, so nach dem Motto. Und dann habe ich auch ein bisschen auf Twitter damals rumgehorcht, als es gerade rumging. Da haben wir gesagt, das ist unvorstellbar, das kannst du nicht machen. So ein Projekt dauert Jahre, das kannst du ganz normal sein, dass du da wegziehen musst oder was anderes, dass du den Arbeitsplatz verlassen musst. Da musst du doch trotzdem genannt werden, das können die nicht bringen, so nach dem Motto, aber die machen das wohl so. Okay. Ja, in dem Artikel stand auch noch, dass einige Mitarbeiter, also dass es tatsächlich mehr um Anwesenheitspflicht geht teilweise als um Arbeitsleistung. Also dass manchmal auch Mitarbeiter gerade dann eben mal nichts zu tun hatten und dann einfach nur rumsaßen, damit halt Dan Hauser sieht, wie sie da an ihrem Arbeitsplatz sind. Das haben mehrere berichtet, ja, nach dem Motto, sieht lieber beschäftigt aus, die Brüder kommen heute vorbei, ist nach dem Motto. Ja, also nichts zu tun hast. In dem Sinne geht es da weniger um Quantität als weniger um Qualität als Quantität, wobei das natürlich in Verbindung mit Rockstar ein bisschen komisch klingt, aber zumindest scheint man da einfach Sachen vorzutäuschen, damit man seine Ruhe hat und auch eben keine Probleme bekommt.
Na, jedenfalls ein recht komplexes Bild und so richtig eindeutig kann man auch nichts sagen. Deswegen ist es auch schwierig, wenn jetzt einige fordern, den Test, ja, wertet mal den Test ein bisschen ab wegen der Arbeitsbedingungen oder so. Es ist schwierig, sowas zu machen, finde ich auch. Ja, also, ich finde auch, das sollte man nicht machen, selbst wenn die Arbeit. Ja. Also ich finde, selbst wenn die Arbeitsbedingungen ganz, ganz schlimm sind, das hat ja nichts mit der Qualität des Produktes letzten Endes zu tun, die bewertet wird, meiner Meinung nach. Ja, es ist ein weites Feld. Da kann man aber drüber streiten, ob euch solche ethischen Sachen mit rein müssen in der Endnote. Oder ich meine, die Leute, die jetzt keine Noten mehr vergeben in ihren Tests, die haben es recht einfach. Da habe ich dann Sachen gesehen, haben es mal erwähnt. Die haben dann verlinkt nochmal den anderen Artikel, ne? Wo der halt über Kant berichtet worden ist und gut war, so nach dem Motto. Ne? Und da du keine Note geben musst, bist du schon mal fein raus. Musst du nur verweisen auf diese andere Geschichte, die da war. Und jeder hat das dann auch so ziemlich getan. Ein paar haben sich auch schon wieder aufgeregt auf Twitter. Ich habe den schon mal neulich erwähnt, den Namen. David Scott Jeffy, glaube ich, heißt er. Das ist dieser Twisted Metal-Macher. Heute ist er YouTube-Streamer mittlerweile. Wieder sich aus der Branche zurückgezogen mittlerweile. Und da hat sich neulich aufgeregt, wie hypocritical doch die ganzen Schreiberlinge sind, so nach dem Motto. Schön erst über die Kant-Geschichte schreiben und dann hier jetzt ja, ne, 20-Minuten-Videos posten von Red Dead Redemption 2 und wie toll das aussieht, so nach dem Motto. Und das über den Klee loben, aber das fand ich dann auch ein bisschen sehr, ja, ich weiß nicht, natürlich machen sie das. Was sollen sie denn sonst machen? Du berichtest über den Skandal, in Anführungsstrichen, und natürlich berichtest du auch über das Spiel. Das ist doch logisch. Was willst du sonst machen? Ich meine, das ist doch alles illusorisch, ne? Ja, du berichtest über alles, was Klicks oder was auch immer bringt. So wie wir auch. Ja, ja, wir auch. Wir Klickhuren, ja. Ja, und dann würde ich gerne noch erwähnen, dass es in dem Zusammenhang noch einen Artikel gab von Jason Schreier, auch natürlich auf Kotaku, der ein bisschen auf darauf eingeht, dass jetzt Crunch tatsächlich öfter mal thematisiert wird und dass Leute offener darüber sprechen und dass ein bisschen die Awareness geraised wird. Das kam nicht von mir, ich muss es betonen. Und ja, da sind auch noch ein paar Artikel und ein paar Interviews verlinkt. Das haue ich einfach mal so rein. Ich habe mir selber nur den Artikel durchgelesen. Das ist nur eine kleine Zusammenfassung. Ich habe mir dann nicht alle einzelnen Sachen durchgelesen. Aber wer Interesse hat, schaut sich das Ganze einfach mal an. Findet ihr in den Links bei uns. Ja, ich fand es so ein bisschen erschreckt, wie oft wir jetzt Kotaku erwähnt haben und nicht PC Games. Aber dafür können wir ja nichts, dass die exklusiven Sachen und die tiefgründigen woanders laufen, ne? Ja, vor allem diese qualitativen Sachen, ja. So ist es leider. Tja. Gut, dann sind wir auch schon fertig mit den News. Mehr haben wir diese Woche nicht. Da wir ja auch noch den Daniel als Gast da haben. Und ja, wir haben, also ich glaube, wie seid ihr damals quasi aufeinander gekommen? Ihr habt euch im GameStar-Forum oder in einem GameStar-Kommentarbereich irgendwie... Genau, Kommentarbereich. Ja, genau. Da habe ich ihn angehauen, ganz unverblümt mal, weil er hat einen Beitrag gebracht. Ich darf es mal so bringen, ne? Ja, ich kann so das anfangen und dann habe ich ihn einfach mal angehauen. Ja, das war's, ne? Ja, cool auf jeden Fall. Also Daniel, du machst aktuell dein Studium zum Game Producer oder als Game Producer in Berlin, genau, hast du gesagt. Genau, an der Games Academy. Ah, okay. Ja, die ist ja ziemlich bekannt, glaube ich, ne? Ja, die hat schon Bekanntheit erlangt. Ist ja auch die älteste Schule in Europa, wo man auch Game Design etc. studieren kann. Ja, okay. Wusste ich gar nicht. Gibt es seit 2000. Okay, also ich kenne eigentlich hauptsächlich, also ich kenne zwar, wie gesagt, diese Game Academy, aber sonst SAE-Institut ist ja auch ziemlich verbreitet, glaube ich, ne? Ja, das ist natürlich auch schon weltweit, also gut, SAE-Institut ist natürlich weltweit verbreitet, das gibt es ja auch bei uns in der Schweiz, in Zürich und überall ein bisschen verteilt. Ja. Du hast längere Zeit, wie gesagt, in China bei einem Mobile-Game-Entwickler und Publisher gearbeitet, hast du gesagt, ne? Ja, genau. Also ich war 2 Jahre lang in China drüben und habe davon 8 Monate bei einem Publisher und Entwickler verbracht. War da zwar nur im Praktikant, aber jetzt Praktikant nur in Anführungszeichen, weil ich war zwar am Anfang wirklich nur Support, habe aber auch schon von Anfang an Localization übernommen, das heißt auch Übersetzungen gemacht von Englisch auf Deutsch. Ich habe auch Beratungsstellen ein bisschen übernommen, das heißt, ich muss auch teilweise auch den CEO und alles dann beraten über Vorgehensweisen in Europa, was wir da so mögen, was da so beliebter ist, hat er auch immer wieder nachgehakt. Dann später habe ich dann wirklich einfach nur noch Community Management gemacht. Das heißt, ich habe den Support selber, Tickets habe ich gar nicht mehr angefasst, sondern war wirklich nur noch für die Community so da. Das heißt, habe Social Media gemacht, habe auch Events ein bisschen was gemacht. Ja, das war so meine Aufgabe da drüben. Das war alles ein rein chinesischer Publisher und Entwickler, aber mit dem Spiel, für das ich gearbeitet habe, es war ein MMORPG fürs Mobile,
war das auch das erste Spiel, mit dem sie dann auch international online gegangen sind. Okay. Wie bist du da rangekommen, wenn ich fragen darf? Ich meine, das ist ja doch schon ungewöhnlich, dass ein deutscher angehender Spieleentwickler nach China geht. Also ich war schon da drüben. Ich bin vor 2 Jahren rübergezogen mit meiner Freundin. Und dann habe ich mir einen neuen Job gesucht, weil ich habe dann zuerst mal ein bisschen gearbeitet. Dann habe ich ein Studium gemacht für chinesische Sprache. Dann habe ich nochmal ein bisschen andere Praktiken gemacht in anderen Branchen. Und dann habe ich eine neue Stelle gesucht und habe ich dann gleich über die Jobagentur, in denen meine Freundin arbeitete, habe ich dann die Stelle da gefunden. Und die haben da wen gesucht für die deutsche Community, weil das bald online gehen sollte für die auch, also hier in Deutschland dann. Und ja, da habe ich dann gleich die Stelle bekommen. Und also du hattest da schon ganz gute Chinesischkenntnisse dann oder war einfach Englisch angesagt? Da war nur Englisch angesagt. Also wir hatten einen Teamleiter, der auf Englisch war. Der Rest der Firma hat wirklich nur Chinesisch gesprochen. Wir hatten wirklich nur sehr wenige Leute, die auch Englisch sprachen da. Mein Chinesisch ist wirklich so Basiswissen, weil ich hatte wirklich nur so ein Semester und das reicht nicht, um da wirklich voll Chinesisch gewandt zu sein mit der Sprache. Die haben einfach jemanden gesucht, der sich mit Games auskennt, der Spiele liebt. Das war nicht so das Hauptding, weil sie jemanden wollten, der natürlich auch gleich die Spiele verstehen sollte und natürlich auch sein Wissen mit einbringen konnte. Okay. Wie hat es dir da allgemein so gefallen? Also ich meine, du warst jetzt 8 Monate da, ist natürlich nicht so lang, wie ich dachte, aber was war so dein Eindruck? Entschuldigung, jetzt habe ich gerade die Frage nicht ganz verstanden. Wie hat es dir so gefallen bei der Firma, die 8 Monate, die du da warst? Warst du zufrieden? Oder? Die Zeit war dann nicht richtig cool. Also ich hatte ein richtig tolles Team. Wir waren dann ziemlich schnell, also ich war ja nicht der erste Ausländer, der da war. Und dann kam ziemlich schnell auch noch ein Russe dazu, einer von Kongo für Französisch. Leute von Venezuela, Brasilien, kamen wir da ein kleines internationales Team. Und das war richtig toll. Also mit denen war eine richtig tolle Zeit da. Wir hatten richtig viel Spaß zusammen. Wir waren so ein bisschen so unser kleines internationales Team, das dann gegen die Chefetage gekämpft hat, so für die Spieler weniger Pay to Win. Und die Chefetage immer so, ja, wir müssen da mehr Pay to Win reinstecken. Das ist ein gutes Stichwort auch. Pay to Win. Ja. Das ist, vermute ich mal, in China ganz groß. Ich hau jetzt einfach mal meine ganzen Klischees, die ich jetzt im Kopf habe, ja? Aus China oder chinesische. Hau ich jetzt einfach mal raus. Erster Gedanke. China ist ein Land, Pay to Win, da ist es ganz groß. Was sagst du dazu? Alles propagandistische Lüge des kapitalistischen Westens? Nein, absolut nicht. Also es ist wirklich ganz extrem. Pay to Win läuft da drüben extrem, weil es gibt die meisten Spiele sind fast alle free, also es gibt extrem viele Free-to-Play-Spiele, die sind dann wirklich extrem auf Pay to Win gehen. Also auch unser Spiel war extrem auf Pay to Win ausgelegt. Da war es ein bisschen so das typische MMORPG im koreanischen Grafikstil. So, dann gab es dann die klassischen Diamanten bei uns, wo man auch kaufen konnte, so 60 Diamanten für $1. Und wenn du gleich ein großes Pack haben wolltest, so $100 für 6.000 Diamanten. Und das wurde auch genügend, also wirklich zur Genüge gekauft. Ich werde jetzt natürlich mal keine Namen nennen, was die Firma angeht und das Spiel angeht, aber zum Beispiel hatten wir auch schon, also später sind wir dann wirklich so bei 30 Millionen Yuan, also das waren Yuan, das sind umgerechnet doch schon über 5 Millionen Euro pro Monat, die da reinkommen über das Spiel. Oh, nicht schlecht. Mach dir gerne Gedanken, falls du uns versehen mal den Namen ausplauderst des Spiels oder der Firma, wir können das dann später überpiepsen, also ist dann nicht so schlimm. Okay. Ja, und generell ist das so das Geschäftsmodell in China? Oder? Also ja, das ist wirklich das Modell der Wahl. Das ist wirklich das Modell der Wahl da drüben. Was natürlich auch ganz extrem ist, sie pushen das auch wirklich. Da kommt man auch schon fast wieder in Richtung dann Abzocke. Weil was bei uns so zum Glück nicht so rüberkam, gut, ich weiß nicht, ob es vielleicht tatsächlich auch hier ist teilweise, aber ich denke mal eher weniger, weil das funktioniert zum Glück nicht so, ist, die stecken auch Admins dann einfach ins Spiel, die dann meistens in den Top-Listen, in den Top 5, meistens sogar in den Top 3 drin sind, um dann einfach die Spieler zu animieren, auch zu kaufen, um auf ihr Power-Level zu kommen. Ach, ist das fies. Ja, das ist wirklich, also in China wird das ganz oft gemacht, das ist ja gang und gäbe in dem Sinne, in allen Free-to-Play-MMORPGs, es soll gang und gäbe sein, das wollten die auch bei uns machen,
hatte ich plötzlich auch ein Meeting mit meinem Teamleiter, CEO und so und ein paar anderen Producern. So, ja, wir machen das jetzt auch mal für unser Spiel. Wir wollen das auch mal ausprobieren, ob das im internationalen Markt auch geht. Ich und mein russischer Kollege gleich mal, nee, das wird nicht funktionieren. Hat auch geheißen, machen wir jetzt mal für einen Monat so testweise. Ich musste dann das sogar selber auch machen. Mir wurde auch zugeteilt, auf dem ich das machen sollte. Und wir haben dann, schlussendlich hatten wir vielleicht etwa 3 Spieler, die mitgezogen sind und wirklich dann mehr investiert haben. Und der Rest hat sich abgekapselt und hat gesagt, nee, machen wir nicht, wir zahlen noch nicht mehr Kohle. Nur weil da jetzt ein paar wenige plötzlich so mega, in dem Sinne mega viel Geld reingesteckt haben und plötzlich uns an davon ziehen. Hat also nicht funktioniert und hat mir zum Glück auch gezeigt, zum Glück ist im internationalen Bereich ein bisschen mehr Klarheit da, dass sie sagen, nee, wir müssen jetzt nicht gleich so viel reinstecken. Ja, zum Glück. Also du hast ja gesagt, du warst im Community Management auch tätig. Hast du dann quasi die Kommentare der Spieler in den Foren gelesen oder auf Twitter oder wie hast du dir so ein Meinungsbild gemacht, sag ich mal? Extrem über Facebook, weil Facebook ist, auch wenn wir teilweise denken, Facebook ist eigentlich tot hier, da ist doch noch mehr da, teilweise was man denkt, gerade dann im südostasiatischen Raum, da ist es ganz extrem. Und da hatten wir auch ganz viele Spiele, die dann wirklich auch viel Geld investiert hatten teilweise. Und deswegen, Facebook war dann natürlich die erste Wahl. Twitter hatten wir wirklich nur ein paar hundert Follower, das war gar nicht groß. Aber dafür auch, was ganz gut lief und wo ich ganz viel immer sehr schnell Meinungen reinbekam, war über Discord. Wir hatten auch einen kleinen eigenen Discord-Server. Ja, okay. Also besser gesagt, eigentlich hatten wir das nicht mal geplant, dass wir den machen. Dann kamen aber Spieler zu uns und haben gesagt, wir haben einen Fanserver aufgemacht, kommt doch zu uns. Und dann haben wir gesagt, ja gut, gehen wir doch einfach gleich bei denen rein als offiziellen Server in dem Sinne. Das heißt, wurde in dem Sinne ein Server aufgebaut von den Fans und wir haben dann mit denen das offiziell in dem Sinne gemacht. Waren wir da offiziell drauf und da bekam ich auch... Da unser Entwickler sehr viel Scheiße baute mit Bugs und allem, also da gab es kein Patch, bei dem sie nicht was verkackt haben. Und ich war dann immer der Erste gleich über Discord, der gleich mal die Meinung gegeigt bekam, so, ja, wir haben da einen Bug hier und hier Bug da. Ja, gab es immer gleich viel Stress. Ja, wenn natürlich die Ansprechperson ist, dann kriegt man das natürlich um die Ohren gehauen. Ne? Ich meine, ich habe das auch schon abgerantet über DayZ zum Beispiel. Ich meine, ich habe das jetzt nur hier vokal gemacht und nicht gegenüber einem Entwickler. Aber wenn ich mich so sehr aufregen würde, dass ich es machen würde, dann wäre es ja auch der Community-Manager oder irgendwer anders, der es halt um die Ohren gehauen kriegt, obwohl er eigentlich nichts dafür kann oder halt nur indirekt irgendwie da beteiligt ist. Ja, das ist so, ja. Also wir waren ja nur der Publisher bei uns und der Entwickler hat nichts gebacken gekriegt. Das ist echt übel gewesen. Ja. Das ist auch noch so ein Ding mit Qualität natürlich da drüben. Da kommt man auch wieder dazu mit dem Pay-to-Win. Die machen sowieso meistens immer nur sehr schnelle Spiele, die schnell gebaut sind, die sehr simpel aufgebaut sind, immer nach dem gleichen System. Und dann natürlich wird natürlich einfach geschaut, wie schnell kann man damit Geld verdienen. Sonst wird das weggeworfen und gleich das nächste gemacht. Okay, ja. Und angenommen, es ist dann ein Spiel, mit dem gut Geld verdient wird, was ja eigentlich in dem Spiel anscheinend auch schon der Fall war. Wird dann nicht nochmal nachgebessert über Zeit und alles ein bisschen optimiert? Da wird schon nachgebessert und es ist ja auch jetzt noch mal updaten und alles. Wir waren, als es rauskam, war es bei Max Level 80. 80? Ja, aber 80. Und dann kamen auch später dann die Patches rein, weil unser Spiel, für das wir hier gearbeitet haben, das war schon bereits knapp ein Jahr draußen, nur in China. Und dann kam es erst so, also es war im selben Jahr, und dann es war so im Januar, Februar kam es raus in China und dann im November wurde es released, damals im internationalen Bereich, damals erst für mal USA, Australien, Südostasien und dann erst später, jetzt dieses Jahr kam es dann raus, das war letztes Jahr und dieses Jahr kam es dann erst im Juni, kam es dann Mai, Juni kam es dann erst nach Europa, gerade auch nach Deutschland dann erst. Warst und, du zu dem Zeitpunkt noch bei der Firma, als das hier nach Europa kam oder schon nicht mehr? Ja, da war ich noch da. Also ich war jetzt bis letzten August war ich noch da. Jetzt noch bis letzten August hier. Ich hast du da irgendwie Vergleichszahlen so? Also jetzt, ich meine, gut, das war ja nicht schwierig, weil das nicht so ein langer Zeitraum war, aber konnte man, sage ich mal, jetzt mal USA und China mal vergleichen? Konnte man da Schlüsse rausziehen, so wie gut was ankommt? Gerade USA war wirklich die treibende Kraft. Da kam natürlich am meisten Kohle rein in dem Südostasien kam auch ganz viel, aber da wurde auch sehr viel die Rückerstattungsmasche abgezogen, weil es geht ja bei den iOS und bei den Android-Geräten, kann man ja bei den meisten Spielen
geht es nämlich, weil wenn du etwas bezahlst über iTunes oder über deinen Play Store und du dir irgendwas kaufst in dem Spiel da drin, dann geht das Geld nicht direkt zum Entwickler oder zum Publisher, sondern es geht erst zu Google oder zu Apple. Und erst nach einem Monat, also immer Ende Monat, kommt dann der große Payout, wo dann das ganze Geld rübergeht zum Entwickler, zum Publisher. Jetzt kannst du aber natürlich über den Store kannst du auch Rückerstattungen machen. Problem dabei ist, die Systeme sind nicht verknüpft. Das heißt, im Spiel oder die Spielentwickler, die wissen nicht, dass du eine Rückerstattung gemacht hast. Klar, es gibt natürlich die Ordernummer, also die Bestellnummer. Wenn man natürlich etwas kauft, die bekommt man immer über E-Mail, kriegt man immer zugesandt. Die ist natürlich einzigartig und da kann man auch sehen, ob dann das rückerstattet wurde. Jetzt ist das Problem, gerade dann bei iOS-Geräten, bei Android-Geräten, wenn du über Play Store gehst, hast du zum Glück die Möglichkeit, du kriegst immer ein Update alle 24 Stunden, wo eine Rückerstattung gemacht wurde. Das heißt, du hast gesehen, dieser Spieler hat eine Rückerstattung gemacht, können wir das Zeug wegnehmen oder wenn es zu viel macht, haben wir einfach gleich gesagt, zwei, dreimal Rückerstattungen, dann versucht er das einfach auszunutzen. Ja, dann gab es gleich einen Bann. Und da ist Apple eigentlich eine richtige Schweinefirma wieder mal. Die sagen dir das nicht. Die sagen dem Entwickler oder dem Publisher nicht, ja, da gab es eine Rückerstattung. Das heißt, Spieler können da in dem Sinne das abzocken und die Entwickler, die stehen blöd da, weil die kriegen die Informationen nicht und verlieren dadurch natürlich massig viel Kohle. Dann werden die Abzocker abgezockt. Ja, genau. In dem Sinne werden sie abgezockt. Aber es gibt natürlich, das Problem ist, wenn es natürlich auch faire Spiele gibt, die haben natürlich das genau gleiche Problem mit Apple. Stimmt. Mhm. Ja. Wenn ich einhaken darf, mal eben, wir haben ja schon Pay-to-Win gesprochen. Sind die Chinesen genauso sensibel, was Pay-to-Win angeht, oder ist das für die völlig normal als Konsument? Das ist da komplett normal. Also das ist wirklich, habe ich noch nie mitbekommen, dass da irgendwas gemeckert wurde. Das ist komplett normal da drüben. Das ist extrem. Und solche richtig billigen Pay-to-Win-Spiele da drüben, da sehe ich teilweise Werbungen von Spielen, die ich denke so, wie kannst du eine Scheiße laufen? Das ist Grafik von 2003. Ein Browser-Game. Und dann denkst du so, wie kann sowas noch laufen? Aber das Problem ist, wenn ich dann wirklich in der U-Bahn war und alles, habe ich auch wirklich Leute gesehen, die haben solche Spiele gespielt und haben auch wirklich Zeug investiert. Und da habe ich gedacht, so, wie kann man da wirklich nur das A spielen und B da noch Geld reinstecken? Also es ist komplett normal da drüben. Das ist normal im Pay-to-Win. Wie darf ich mir eigentlich diese Spiellandschaft da vorstellen? Also ich hau jetzt mal wieder meine Vermutung raus. Wieder mal, ja, ganze Klischees raus. Ich vermute einfach mal, China, Mobile First mittlerweile. Es ist sehr viel über Smartphone passiert. Nicht jeder hat einen teuren, leistungsfähigen PC oder sowas zu Hause stehen. Da reicht es dann, wenn man irgendein Billo-Notebook oder vielleicht notfalls in der Ecke steht, wenn man was schreiben will oder so. Und sonst für andere Zwecke vielleicht mal diese berühmten Internetcafés, die mal zumindest populär waren da drüben mit Spielen. Das habe ich mal öfter gelesen. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Wie darf ich mir das vorstellen? Liege ich ungefähr richtig oder ist das auch wieder ein Klischee? Da bist du eigentlich komplett richtig. Also Mobile Games sind sowieso mal an. Deswegen gab es ja auch als lange bevor eigentlich ist das Zeug rauskam, dann hier im Westen war auch zum Beispiel PUBG auf dem Mobile. Das gab es jetzt auch zuerst in China, das habe ich da gespielt, bevor es überhaupt nach Europa kam. Und natürlich auch die Internetcafés, die gibt es immer noch. Und auch da gibt es natürlich wirklich Leute, also Internetcafés, die sind darauf spezialisiert, teilweise auf Zocken. Die haben dann meistens auch wirklich gleich Essen da alles, kannst du da essen und alles. Und da wird gerade sowieso auch sehr viel PUBG gezockt oder League of Legends. Das ist so die beiden Spiele, die du am meisten siehst, League of Legends und PUBG. Fortnite ist natürlich so gar nicht beliebt oder nur sehr, sehr wenig und PUBG ist die erste Wahl für den Battle Royale. Und es ist wirklich so, also Mobile Games sind wirklich an aller vorderster Front, auch E-Sport zum Beispiel. Das ist da drüben viel, viel größer als hier. Da gibt es das Wang Chu Rong Yao, also King of Glory. Das ist bei uns Arena of Valor. Das kennt man zum Beispiel schon so auf dem Mobile Arena of Valor von Tencent. Das ist da drüben King of Glory. Ist eigentlich in dem Sinne das gleiche MOBA-Spiel auf dem Handy, nur komplett andere Helden und ein bisschen eine andere Map. Und ich muss sagen, ich mag die chinesische eigentlich viel, viel lieber. Ich frage mich, warum, dass sie das abgeändert haben und dann in den Westen geworfen haben, weil ich finde die chinesische Version viel, viel besser. Und da muss man dann sagen, ist das auch schon wieder Pay-to-Win oder nicht, weil da kann man auch Skins kaufen, aber also wie in League of Legends eigentlich, weil Tencent hat ja eigentlich League of Legends ja übernommen. Da kann man auch genauso wie in League of Legends Skins kaufen. Jetzt geben diese Skins aber einen ganz, ganz minimen Bonus an für AD Champions, also für Attack
Damage Champions ein bisschen mehr AD, für Magier ein bisschen mehr AP und für die Tanks ein bisschen mehr Leben. Hm. Aber es ist wirklich so minim, dass ich sagen muss, ich habe jetzt das wirklich x Stunden schon gespielt da drüben und ich muss sagen, ich habe das nicht wirklich gemerkt. Also es gab zwar einen kleinen Bonus, aber den spürt man nicht in dem Sinne. Okay, ja. Ja, also ich habe ja länger Dota gespielt und Dota ist, glaube ich, auch relativ groß in China. Zumindest im Vergleich, sage ich mal, international ist das natürlich eine große Spielerzahl, wobei China natürlich auch viele Bürger hat. Achso, League of Legends ist viel, viel beliebter. Und genau, ich wollte gerade sagen, also das weiß ich auch, dass das deutlich mehr abgeht da noch. Die haben eigene Server, also in dem Sinne ist ja League of Legends da abgekapselt vom Internationalen. Das heißt, du hast einen eigenen Launcher für League of Legends da drüben, du hast die eigenen Server, die haben etwa 5 verschiedene Server, nur für China oder sogar noch mehr. Und es ist wirklich nur komplett nur für China. Also die haben auch eigene Patch-States, die sind meistens immer ein bisschen hinterher mit dem aktuellen Patch von League of Legends, wie wir es hier kennen. Ja, ich glaube, mittlerweile hat Tencent doch auch eigene Server für PUBG gemacht, ne? Chinesische Server, glaube ich. Die haben die kompletten Rechte für Fletchen, für PUBG und auch für Fortnite. Das heißt, in dem Sinne, das heißt eigentlich für Tencent ist es komplett egal, ob jetzt PUBG oder Fortnite belebt ist, die kriegen die Kohle sowieso. Ja, die haben da echt eine krasse Machtstellung. Ich weiß noch, in Dota war das auch so, wenn irgendwelche Turniere oder so in China stattgefunden haben, dann lief das immer über Perfect World. Sagt ihr das was? Das scheint so ein Serveranbieter zu sein. Ja, habe ich auch schon gehört, ja. Also es ist ja irgendwie echt so, dass China schon sehr abgekapselt ist vom internationalen Markt und für alles eine eigene Solution hat. Ne? Ich meine, die arbeiten ja schon international noch mit anderen zusammen, aber ich habe schon das Gefühl, dass China teilweise mehr auf ihr eigenes Land Wert legt. Und auch, das ist extrem. Ja, so. Aber es ist natürlich auch wegen der Zensur, weil sie wollen ja nicht, dass zu viel Kontakt mit der Außenwelt ist. Ja. Weil die Zensur ist da drüben live. Kein Google, kein YouTube, Facebook, alles gesperrt. Das heißt, wir mussten immer mit der VPN arbeiten, sonst hätten wir unseren Job gar nicht machen können. Ja. Bevor wir nochmal gleich kommen auf die Themen wie Zensur und sowas, weil die habe ich auch noch auf meiner Liste noch drauf, die können wir auch nochmal so sprechen. Die chinesische Gaming-Landschaft oder der Gamer an sich. Also ich nehme mal an, es ist selten, dass man in eine chinesische Wohnung kommt und da steht eine PS4 oder Ecke oder ein ausgewachsener Gaming-PC. Das haben wahrscheinlich nicht viele da stehen. Das ist wahrscheinlich eher selten. Ich glaube, Konsolen zum Beispiel dürfen erst im Master 2015 überhaupt verkauft werden wieder, aktuelle. Da gab es ja auch ein Ban irgendwie drauf, ne? Das haben sie erst vor ein paar Jahren wieder aufgehoben, dass Sony und so überhaupt auch in den Markt reingehen dürfen und Geräte verkaufen dürfen. Da hat es ja jahrelang, glaube ich, sich keine Kultur in Richtung entwickeln können, sozusagen, was solche aktuellen Gaming-Konsolen angeht. Und die anderen Sachen wahrscheinlich auch nicht so, ne? Also das ist wahrscheinlich ein Grund mehr, warum, ja, was heißt übersprungen, aber dass sie halt diese ganze Phase gar nicht haben und so stark auf MOBA gegangen sind. Liege ich da auch richtig so ein bisschen? Sache ist natürlich auch die, eben mit dem Geld definitiv, dass viele einfach das Geld nicht haben. Dann natürlich auch ein bisschen, jeder hat ein Handy und die Chinesen, die arbeiten auch extrem viel. Jetzt muss aber auch sehen mit Arbeiten, jede Community, also Community ist jetzt ja die Gebäude, also jeder Block ist immer meistens so 3-4 Blöcke zusammen und die sind dann eingezäunt und die haben Wachen. Und auch da die Wachen, und die gibt's überall. Die haben überall sowieso Securities. Das sind aber meistens einfach wirklich nur Leute in irgendwelchen Uniformen, aber gut ausgebildet sind die meistens nicht. Aber jetzt siehst du solche Leute, die wirklich teilweise einfach nur stundenweise rumsitzen, siehst du ja überall. Und das heißt, die haben natürlich auch massig Zeit, einfach mit dem Handy dann zu zocken. Okay. Das pusht das natürlich auch gleich nochmal. Und du hast auch schon gesagt, das ist, was man sich bei uns gar nicht vorstellen kann, dass sowas auch im E-Sports auch verwendet wird, also Mobile-Titel und sowas, ne? Also gerade King of Glory ist E-Sport-mäßig richtig groß, da gibt es volle Teams, die haben auch große Gewinnpools, die werden auch live spielen, nur dass eben anstelle, dass sie vor dem PC sitzen, hocken die vor ihren Handys. Das hatte ich mal hier an der Folge, schon ein paar Folgen hier auch mal erwähnt gehabt, dass man es mal unterkam bei einem Spiel, das ist vielleicht nicht unbedingt in China jetzt ganz bekannt, hast ganz auf Boom, so ein Shooter, ne? Ein Ego-Shooter auf Smartphone. Aber ganz nice gemacht, ein bisschen Comic-Grafik und läuft auch sehr sauber, also Respekt, war ganz, ganz cool. Auch nicht zu sehr eine Abzocke, natürlich ist da auch Sachen zum Kaufen drin, ist klar, aber man konnte auch so ganz gut mitspielen und da hatte ich da auch dann ein bisschen über gestolpert, dass da richtige Meisterschaften laufen, dass die einen Spectator-Mode auch auf dem Handy auch drauf haben, wo du dann direkt zugucken kannst und sowas, ne? Dass ich gesehen habe, oh, da gibt's Länder da draußen, da spielen die das richtig so in E-Sports mit Preisgeld und allem drum und dann auf ihren Smartphones,
Ne? Das ist das bei uns so gar nicht angekommen. Ja, genau. Ja. Da habe ich auch erzählt, habe ich in dieser Runde hier erzählt, hier im Podcast. Und da habe ich auch erstmal Verwunderung geerntet. Was, sowas gibt es? Ne? Und da musste ich auch zweimal hingucken. Aber dachte ich, das meine ich auch ganz bierernst. Das ist für den ein ganz normales Spiel. Wir diskutieren noch, auf dem Smartphone kann man nicht ordentlich spielen. Und die haben wahrscheinlich nie was anderes angefasst, als ein Smartphone-Ego-Shooter zu spielen, wahrscheinlich in den Leben, die da gezockt haben, die Blöden. Ne? Also gut, jetzt Ego-Shooter und auch PUBG auf dem Smartphone ist terrible, also ist wirklich nur schrecklich. Mit den ganzen Zielen alles kann ich auch nicht gerne machen, also hasse ich. Aber gerade so das MOBA zum Beispiel, jetzt das King of Glory, das lief richtig, richtig gut. Und da habe ich auch teilweise ab und zu wirklich mal Livestreams einfach geschaut zwischen zwei Teams. Habe zwar nicht alles verstanden, was die da gequatscht haben, aber es war dennoch spannend da zu sehen. Und wenn die auch ihre Plays da machen, das ist richtig krass. Also da musst du schon auch wirklich Profispiel in dem Sinne sein. Ja, wie sieht's aus mit so Trading Card Games, also eben für mobile Geräte? Ist das populär in China? Weil sowas ist eigentlich prädestiniert dafür, meiner Meinung nach. Was ich da wirklich massig gesehen habe, ist Hearthstone. Hearthstone habe ich wirklich ganz viel gesehen in der U-Bahn andauern. Hast du Leute Hearthstone spielen sehen? Ja, weil das wäre ja noch eins der Spiele, glaube ich, die ich primär zocken würde auf dem Handy, auf dem mobilen Gerät, weil das ist halt, ich meine, du brauchst keine gute Leistung. Genau, ist ziemlich passend dafür, ja. Bedienung ist nicht so stressig, man muss nichts Zeitkritisches machen, so ist es eigentlich optimal, denke ich. Ja. Ja, ich muss sagen, auch zum Beispiel jetzt so MOBAs wie jetzt King of Glory, die, wenn sie gut ausgefeilt sind, sind sie auch schon ganz gut. Also die gefallen mir schon auch ganz gut, habe ich auch gerne gespielt. Ich habe zwar Arena of Valor auch gespielt, aber ich habe das Ding gleich wieder in die Ecke geworfen, weil ich mochte A, die Helden nicht, die Map wurde ein bisschen so abgeändert, dass ich sagen muss, gefällt mir auch nicht mehr. Deswegen habe ich das gleich wieder weggeworfen. Aber das chinesische King of Glory, das ist richtig gut gemacht, also ich mochte es. Ich gucke mir gerade mal ein paar Bilder davon. Ich habe ehrlich gesagt vorher noch nie davon gehört. Ja, aber ich meine, es sieht ja eigentlich LOL erstmal relativ ähnlich, würde ich sagen, zumindest optisch. Es ist optisch, also gerade auch die Map ist 1:1 League of Legends und das ist bei Arena of Valor nicht mehr. Arena of Valor ist mehr, wenn man es vielleicht auch kennt, Mobile Legends. Okay. Hier ist die Map ein bisschen abgeändert und gefällt mir so gar nicht. Und King of Glory wurde natürlich auch total League of Legends nachempfunden, weil Tencent eben hat ja Riot hier mal aufgekauft oder das gehörte denen und deswegen, die haben das natürlich 1:1 nachgemacht mit eigenen Helden. Und genau, was da auch gerade letztens war, das war jetzt diesen Sommer, haben die sogar ein Battle Royale gemacht für King of Glory. Okay. Ja. Und das nicht irgendwie jetzt so wie mit dem Battle Ride, mit wie vielen Spielern sind bei Battle Ride? Ich weiß gar nicht mehr. Vier, glaube ich, nur 2 gegen 2, glaube ich. Oder nee, Battle Royale ist was anderes. Nee, weiß ich nicht, sorry. Battle Ride, es gibt ja das neue Battle Ride, was ja auch ein Battle Royale ist in dem Sinne. Ja, ich kenne Battle Ride, aber die haben extra so einen Modus, meinst du, ne? Mhm, den neuen Modus, den sie da haben, sie haben ein neues Battle Royale, auch so ein Battle Royale mäßig. Aber dabei King of Glory sind auch 100 Spieler. Und es ist eine volle, riesige Map mit 5 Städten drauf, mehreren, mit einem Fluss und alles, der das noch abtrennt und so. Und auch da kommt dann die normale Kreiszone und alles. Also ein volles Battle Royale. Und das haben sie noch ganz schlau gemacht, muss ich sagen, weil man denkt sich so, ja, ein MOBA-Spiel als Battle Royale, wie soll das funktionieren? Weil du hast die Items und alles, wie machst du das? Ja. Und es ist ganz gut gelöst. Also du hast in dem Sinne ein bisschen Startgeld und dann hast du auch überall neutrale Monster gehabt, die du dann weggeklopft hast. Von denen hast du Gold geholt und auch wenn du Glück hattest, haben die auch gleich noch Loot gedroppt. Das heißt, ein paar Items, teilweise sehr schwache, aber auch teilweise wirklich sehr gute. Und dann hast du einfach die Monster geklopft, hast Items, die du gefunden hast und nicht brauchen konntest du verkaufen, hast nochmal Gold geholt und so hast du dann eigentlich dein Inventar aufgebaut und hast so eigentlich deine Stärke gekriegt. Aber wofür brauchst du noch Gold? Dann kaufst du noch andere Items, oder? Eben, dann kaufst du dir andere Items und dann hast du so deine Items. Okay. Bis du natürlich im finalen Kreis warst, wenn du Glück gehabt hast und durchgehalten hast. War aber ein bisschen unbalanced. Tanks haben fast immer gewonnen. Okay. Mhm. Ein paar Zahlen manchmal so mal angucken. Ich habe jetzt mal ein paar Zahlen aufgeschlagen hier von 2017 mit Umsätzen so weltweit und in China zum Vergleich. Ne? Mhm. Computerspiele haben im Jahr 2017 circa 100 Milliarden, müssen das sein, eine Billion ist ja, glaube ich, in Deutschland eine Milliarde, also 100 Milliarden Dollar global umgesetzt und China alleine mit 600 Millionen Spielern, also ne, Kunden, Konsumenten, alleine schon 24,6 Milliarden, also ein Viertel
des gesamten weltweiten Umsatzes läuft über China. Muss man ja mal, mal ein Auge fassen. Das ist ein Riesenmarkt. Ist natürlich ein Riesenmarkt. Ist natürlich ein Riesenmarkt da drüben. Und das merkt man auch, jetzt da Tencent ja auch rüberkommen möchte mit der Wii Game. Das ist ja die sowas wie Steam. Und ist auch der Launcher von League of Legends da drüben. Und wenn man da rein in die Zahlen schaut, Wii Game hat nur in China schon mehr registrierte Accounts und Spieler als Steam auf der ganzen Welt. Das ist so absurd, finde ich. Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Wenn man diese Zahlen nur schon bedenkt, und wenn die jetzt rüberkommen wollen, die würden natürlich schon ziemlich viel einnehmen wieder. Und zahlenmäßig ist wirklich auch Mobile Games, wenn ich jetzt eben, wir hatten bei uns im Spiel so 30 Millionen Yuan, also so ein paar Millionen Euro pro Monat. Und das ist teilweise noch wirklich wenig. Also gerade wenn man jetzt die letzten paar Monate anschaut, was da so an Zahlen drin waren, gerade so bei Anime Games, also Anime Mobile Games, so da waren Danmachi war eines, das Yu-Gi-Oh! Duel Link, also Duel Links ist ja auch so eines, das gerade sehr beliebt war in letzter Zeit teilweise immer noch. Das ist ja auch schon ein Jahr alt. Und die machen in den Zahlen, weil wir können als Entwickler haben wir auch teilweise auch so Branchen-Accounts, da kann man auch teilweise wirklich mehr in die Zahlen schauen, was da so verdient wurde. Und 30 bis 40 Millionen US-Dollar ist teilweise fast normal bei solchen erfolgreichen Spielen im Monat. Krass. Ja. Muss man vorstellen, bei uns freuen sich, wenn da irgendwas mal ein Spiel überhaupt mal 3 bis 4 bis 5 Millionen umgesetzt hat oder sowas, ne? So ein mittlerer Titel mal oder sowas. Mhm. Und das ist dann mal vielleicht so also in seiner Kernzeit mal gerechnet, wo er rausgekommen ist. Und da freuen sich aber schon wie ein Schnitzel. Und wir reden hier von ganz anderen Beträgen, ne? Und das über Monate hinweg. Das kommt ja jeden Monat neu rein. Das ist circa jeden Monat so standardmäßig um die 3. Das sind auch gerade jetzt Anime-Spiele. Anime-Mobile-Games sind momentan da sehr beliebt. Mhm. Wir haben im Vorfeld schon mal gesprochen über ein Phänomen, das ist im Free-to-Play-Bereich und bei Pay-to-Win immer wieder vorkommt. Das sind diese finanzkräftigen Spieler, die große Einmalzahlungen machen oder pro Monat, sagen wir mal, so auch viel Geld ausgeben. Ne? Die sogenannten Raids, die Wale. Die Diskussion ist ja schon älter als Lootboxen, ist älter als fast schon der Begriff Pay-to-Win bekannt ist, glaube ich. Den gab es schon, als Browser-Games noch geklickt wurden und noch relativ statisch waren. Was ist denen so untergekommen, so an Beträgen, wo du sprechen darf? Was kam dir was unter? Hast du was gesehen? Was haben Leute mal so investiert? Mal so, ganz kurz, bevor wir damit loslegen. Ich habe letztens zufällig eine Doku darüber gesehen und da habe ich zum ersten Mal den Begriff Shark gehört, den es anscheinend auch gibt. Daniel, kannst du uns einmal kurz die Begriffe nennen für so Spielertypen und wie viel die ausgeben, was es da gibt? Also die unteren kenne ich jetzt nicht alle. Ich weiß, dass sie auch mit so Sharken alles benannt werden, aber wir hatten wirklich einfach nur die Wale und der Rest war einfach klein. Das sind die wichtigen. Ja, wichtig. Weil der Rest war einfach nur Kleinvieh. Ja. Klar, Kleinvieh macht auch Mist, aber die Wale waren wirklich das große Ding. Und wir haben da auch Spiele gehabt, ich müsste das nochmal umrechnen von unseren Diamanten alles. Aber wir hatten auch wirklich Spiele, die hatten dann einfach dann, wir haben ja schon mal gesagt, $100 sind 6.000 Diamanten. Und wir hatten einfach wirklich Spieler aus USA und so, die haben sich einfach mal 500.000 Diamanten insgesamt zusammengekauft. Wenn man das mal ein bisschen hochrechnet, dann ist das nicht wenig. Das Extremste, was mir auch gerade so unterkam, ja, da es auch überrascht war, weil es in Europa war, da kam das Spiel ja gerade Anfang Juni raus, hier in Deutschland. Und nicht mal einen Monat später hatte ich dann auch schon einen Spieler, von dem ich genaue Details wusste, weil ich mit dem ein bisschen Kontakt hatte, aber auch Support-Kontakt, weil da gab es ein paar Probleme. Der hat einfach mal locker schnell 10.000 Euro reingesteckt in einem Monat. Oder nicht mal knapp. Krass. Also ich darf festhalten, wenn ich im PC Games Forum mal wieder vielleicht, also ich nicht persönlich, aber andere, beschimpft werden, weil ich mir bei Wargaming jetzt im World of Warships ein neues Schiff gegönnt habe für 30 bis 40 Euro und ich dann als das charakterlose Schwein dargestellt werde, weil ich den Geld gegeben habe mit ihrer Free-to-Play-Masche, dann bin ich vergleichsweise harmlos. Ne? Wenn einer absolut, absolut. Und Neuwagen was anlegt oder und so. Und die Sache ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel bei Wargaming dir ein Schiff kaufst, dann hast du das Schiff. Ende. Mhm. Du hast es. Bei uns war das so, ganz typisch, Lootboxen, bei uns waren das keine, also gut, Lootboxen gab es zwar auch, wir hatten aber auch Glücksräder. Das heißt, konnte es einfach mal Glücksrad drehen. Jede Drehung kostet dann so 200 Diamanten. $1,60 Diamanten.
Ja, kann man schon wieder ein bisschen hochrechnen. Jetzt habe ich dann aber teilweise, habe ich mir auch mal kurz gesagt, so gut, weil ich durfte mir leider, oder ich konnte mir über das System nicht alles selber zusenden. Ich hatte zwar einige Berechtigungen, ich konnte im System reinschauen, ich konnte sehen, was die Spieler an Items haben, Chats, alles konnte ich reinschauen. Ich konnte mir aber keine, also selber keine Items senden. Das heißt, habe ich dann auch immer gleich zu meinem Admin-Kollegen rübergerufen, hey, send mir mal schnell 200.000 Diamanten. Hat mir das Zeug gesendet und habe ich einfach mal gesagt, gut, wie viele Diamanten muss ich jetzt in das Glücksrad stecken, um das, um die neuen Flügel oder das neue Reittier zu bekommen? Und dann hast du einfach wirklich erstmal 30 Drehungen oder so gebraucht. Ja. Und 30 mal 200, ja, dann hast du schnell mal ein paar tausend Diamanten. Da würde ich gerne mit einer Frage nachkommen. Vielleicht hast du da eine Antwort zu. Und zwar, soweit ich weiß, ist es ja in China so, dass jetzt zumindest in einigen Spielen seit einiger Zeit öffentlich gemacht werden muss, welche Drop-Chancen es gibt. Also wart ihr davon auch betroffen? Wie das eben in China lief, wusste ich nicht, weil wir waren ja nur der Publisher nur für den internationalen. Ach so, ich dachte ja, also auch die chinesischen Kollegen, die dann quasi auch nebenher gearbeitet haben. Weil für den chinesischen Teil war wirklich nur der Entwickler selber zuständig und wir hatten wirklich nur die Rechte für den internationalen Bereich. Aber ich habe das auch schon gehört, es soll so sein. Ob die das wirklich alles so durchziehen, weiß ich nicht. Und die Kontrolle ist schwierig, weil wenn du da mal in den chinesischen App Store gehen würdest, da hast du so viele Spiele. Und das zu kontrollieren ist extrem schwer, weil das ist wirklich eine Masse an Spielen. Weil die machen auch gerne Reskins. Das heißt, das genau gleiche Spiel einfach mit einem neuen Skin draufklatschen. Da komme ich dann später auch nochmal dazu, über ein anderes Thema dann. Und deswegen, konnte ich leider nicht so ganz reinschauen, aber wir waren davon nicht ganz so betroffen. Gut, jetzt aber mit den neuen Lootbox-Gesetzen, teilweise auch hier in Europa, wird die Firma Lanzen sicher auch betroffen werden. Ja, es ist ja, glaube ich, soweit ich weiß, in Belgien ist das ja in der Diskussion und in Belgien, glaube ich. Dänemark, Niederlande sind die drei führenden Länder, die da dagegen zu arbeiten und da auch wirklich das besser klären wollen, dass es wirklich aufgeklärt ist. Ja, finde ich auf jeden Fall ganz gut, muss ich sagen. Vielleicht mal deine persönliche Meinung so als Spieler auch selbst. Wie findest du solche Mechanismen? Also ich meine, klar, man arbeitet für die. Ich hätte da ehrlich gesagt auch keine Gewissensbisse, obwohl ich vielleicht irgendwem das Geld aus der Tasche ziehen würde. Wie ging es dir damit so? Gut, ich bin absolut kein Fan von solchen Zeugs. Und ich habe mir in dem Sinne auch gesagt, ich mache jetzt den Job hier nur, weil ich in dem Sinne das als Sprungbrett nutzen möchte, in die Games-Branche zu kommen, weil ich komme eigentlich aus der Gastronomie. Und ich selber habe dann auch wirklich teilweise auch geschaut, dass wir für die Spiele vielleicht mal was gratis reinkriegen, zu sagen, hey, geben wir denen mal was und haben das auch ein bisschen gepusht. Und es hat auch zum Teil ein bisschen funktioniert. Wir hatten das auch hingekriegt, dass zum Beispiel plötzlich bei den Glücksrädern dann ein paar Gratis-Drehungen drin waren für jeden Spieler. Mhm. Das war die Chance, dass du also wirklich dann das Ding erhalten hast in einer Woche, weil die Events wurden wöchentlich gewechselt. Das heißt, die Chance, dass du es wirklich bekommen hast, war natürlich kleiner, aber die Spieler waren dennoch glücklicher, weil du plötzlich auch wirklich die Chance hattest, ein paar Dinge zu kriegen. Und das Glück war, zum Glück bei unseren Glücksrädern gab es keine Nieten. Das heißt, du hast immer was erhalten, was dir dann ein bisschen einen Vorteil oder einen Powerboost ein bisschen was gab. Ja. Und deswegen, ich habe da schon auch ein bisschen dafür gekämpft, dass es da ein bisschen faire Zustände gibt. Aber viel hat das nicht ausgemacht, weil wenn du da war, da hast du eben 10.000 Euro im Monat reinstecken oder so. Das macht nicht viel aus. Das ist ein altes Problem. Die Leute machen es ja, ne? Das ist ja genau. Das Gegenargument kann immer von oben kommen. Die sagen, ja, warum? Wenn es verkehrt wäre, dann würden die Leute es nicht kaufen und sie tun es ja. Das ist ja, haben wir bei anderen Sachen ja auch gesehen, hat sich immer nur das irgendwas bewegt, wenn die Leute sich wirklich mal konsequent mal irgendwas verweigert haben, oder? Dass irgendwie Druck aufgebaut worden ist. Das ist wirklich das große Problem. Ihr jetzt ja auch versucht mit so machen. Es ist ja das alte Spielchen, man schaut, wie weit man es treiben kann und erst wenn Gegenwind kommt, dann rudert man wieder zurück. Das haben wir jetzt so oft gesehen, letzten 2, 3 Jahre auch bei großen, glaube ich, dann auch im Westen hier. Ne? Das ist halt ja Methode, das ist ja halt kein Zufall. Ja, ne? Absolut nicht. Ja, das ist wirklich ein Problem und es ist leider wirklich auch schade, dass die Leute nicht genug aufgeklärt sind und wirklich das Zeug kaufen. Das ist wirklich extrem. Also gerade auch so Spiele, die auch hier im Westen bekannt sind, Clash of Clans, Candy Crush und alles Zeug. Also ich sehe auch hier immer wieder Leute oder auch wirklich Leute im mittleren Alter, 40, 50 Jahre alt teilweise, Candy Crush und solches Zeug spielen. Da muss ich auch sagen, und wie viel Geld haben sie da jetzt reingesteckt?
Weil es ist wirklich so ein Ding, wo ich, gerade bei Candy Crush, also kann ich sowieso nicht verstehen, wie kann man da überhaupt noch Geld einstecken. Ja, also ich habe selber in Dota 2, habe ich schon mal erzählt, irgendwann im Podcast, ich glaube so 500 Euro oder so habe ich reingesteckt, was für meine Verhältnisse echt viel ist, muss ich sagen. Also für dieses, für ein Spiel. Und das war so über ein paar Jahre halt. Aber das ist wahrscheinlich gegen so ein Wahl, ist das nichts. Du hast ja gerade schon gesagt, dass einer da irgendwie 10.000 ausgibt. Ich habe jetzt bei League of Legends ja auch schon viele Skins gekauft. Da habe ich ja auch Geld reingesteckt. Aber da ist ja Fair-to-Play in dem Sinne wirklich, da kannst du dir ja keinen Vorteil erkaufen. Und deswegen, kann man sich nicht bei LOL Helden freischalten direkt schon damit? Man also kann sich, ja, man kann, klar, gut, man kann sich die Helden freischalten, aber kann man jetzt sagen, ist das Pay to Win, ja oder nein? Weil es gibt eine Heldenrotation, das heißt, alle 7 Tage hast du neue Helden, die du wieder spielen kannst. Du kannst die Helden auch gratis, alle kostenlos freispielen. Deswegen muss ich sagen, ist es jetzt Pay to Win, ja oder nein? Und ich muss sagen, eher weniger. Aber für im Spiel, im Match drin selber, macht es nicht mehr viel aus, weil da schaut ihr da jetzt schon seit Jahren ja extrem drauf und versucht, die Helden ja in einer guten Balance zu halten, auch gerade für den E-Sport. Ja, stimmt. Ist eigentlich bei Rainbow Six ja ähnlich. Da kann man ja auch durch Echtgeld, kann man die Sachen direkt freischalten. Ja, genau. Ich habe ja auch Rainbow Six Siege auch viel gespielt. Und da muss ich sagen, ist etwa das Gleiche. Also da kann man sich die auch freispielen. B, im Spiel drin selber kann man sich keinen Vorteil erkaufen. Da gibt es nur die Skins. Und die machen nichts aus. Das stimmt. Ich ziehe immer noch das Modell vor, wo man einfach nur Skins kauft, wie es jetzt bei Dota war oder wie es auch bei Counter-Strike ist. Die verdienen sich ja trotzdem noch dumm und dusselig. Aber die anderen werden schon ihre Gründe haben, warum sie es noch anders machen, denke ich. Ja. Klar, ich muss sagen, jetzt zum Beispiel, dass man sich Helden damit finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil es gibt Leute, die haben nicht die Zeit, x Stunden zu spielen, um sich das zu holen. Da muss ich sagen, es beeinflusst ja eigentlich mein eigenes Match nicht. Und deswegen muss ich sagen, dann können sie sich diese Zeit in dem Sinne erkaufen, habe ich nichts dagegen. Ja. Generell, um vielleicht nochmal auf den chinesischen Markt und die Bedeutung zu kommen. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, und du hast ja gerade auch schon leicht angesprochen, dass der chinesische Markt versucht zu expandieren, also auch außerhalb von Asien und vor allem China eben Fuß zu fassen und sich da weiter auszubreiten, aber gleichzeitig versuchen sie, in China nicht zu viel Westliches reinzulassen. So, kannst du das so bestätigen? Ja, es ist in dem Sinne, die sind ja schon längst, Tencent hat ja seine Finger schon überall. Und es sind wirklich einfach so, gerade Tencent auch, die nehmen sich einfach, also die kaufen sich immer die Rechte dann, die wirklich die einzigen im ganzen Land. Und das heißt, sie kapseln das immer weg vom Rest der Welt. Das heißt, die sind immer geschlossen in sich für sich in China und den Rest haben sie die Rechte sonst außerhalb, sonst irgendwo und die sind offen für den Rest der Welt. Das heißt, es wird einfach immer konsequent ein bisschen abgekapselt. Und natürlich die Bedeutung, Tencent ist natürlich heute schon zahlenmäßig die größte Spielefirma der Welt. Die haben zahlenmäßig wirklich die allergrößte Firma. Die haben die Finger überall drin, die auch in sehr vielen westlichen. Riot, die haben große Aktienteile von Activision Blizzard. Die eben PUBG haben die ganz viel drin. Vorher haben die auch schon angefangen, da Teile zu übernehmen. Jetzt auch Pillars of Eternity haben sie auch ja wieder, war letztens mal vor ein paar Monaten die News ein bisschen was. Okay. Und gerade auch in Mobile Games haben die natürlich auch extrem. Die haben wirklich überall die Finger drin. Denkst du, davon geht irgendwie eine Gefahr aus für die Qualität der Spiele oder für unsere Spielerfahrung? Oder meinst du, das hat darauf keinen negativen langfristigen Einfluss? Also gerade was natürlich den Mobile-Markt sowieso angeht, da ist natürlich eine Riesengefahr, da wird es nur noch schlimmer, aber da ist schon sowieso eine ein bisschen böse ausgedrückt, ein Riesenhaufen Scheiße drauf. Ja. Da ist es schon überall ganz schlimm. Aber auch jetzt auf dem PC und für Konsole würde ich sagen, gerade Tencent ist für mich da, muss ich sagen, ein bisschen ein Dorn im Auge. Ich mag natürlich auch schon auch sagen, sie haben auch tolle Spiele, sie machen auch Dinge sehr gut, sie haben auch Dinge gut gepusht teilweise, wo ich sagen muss, fand ich toll, dass sie das gemacht haben. Aber ich muss sagen, es ist ein bisschen schlecht, wenn es eine zu große Monopolstellung gibt von einer Firma. Ja, genau. Das haben da sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass natürlich Qualität verloren geht. Ja, genau, sehe ich auch so. Also wir haben es halt bei Valve zum Beispiel diskutiert, schon jetzt in ein paar Folgen, dass halt Steam so eine Vorherrschaft hat hier bei uns. Und generell sehen wir das eigentlich auch so wie du, dass halt je mehr Power ein Unternehmen hat und je mehr es unter sich vereint, desto schlechter ist es wahrscheinlich dann für die Allgemeinheit oder für die Endkonsumenten. Absolut. Es gibt aber auch dafür auch wieder schöne Beispiele. Das habe ich jetzt auch gerade wieder erfahren.
Ich war jetzt dieses Jahr wieder mal an der Gamescom seit langem. Mhm. Und da war ich auch bei WeGame, also bei Tencent habe ich auch vorbeigeschaut. Und die hatten da doch so zwei Spiele oder auch drei, wo ich sagen muss, das war richtig toll. Klar, sie waren natürlich nur der Publisher, aber sie haben das auch gepusht und haben das unterstützt. Und da muss ich sagen, das waren richtig tolle Spiele. Da war zum Beispiel das eine, war Death Coming, ist ein Pixel-Spiel auf Steam jetzt, kann man haben für, glaube 5 Euro oder 6 Euro irgendwie. Vielleicht ist sogar jetzt gleich im Sale. Und in dem Sinne ein ganz simples Pixelspiel, wo man in dem Sinne den Tod spielt und in dem Sinne so viele Leute wie möglich umbringen muss, in dem Sinne in einer kleinen Pixelstadt, aber eben auf sehr künstliche Art dargestellt und einfach in dem Sinne, man hat die Aufgabe, bestimmte Leute zu töten und muss die abholen in dem Sinne und hast einfach wirklich so ganz viele kleine Tricks, wie du kannst die Ampel auf grün stellen, sodass sie überfahren werden und so. Das ist ganz lustig gemacht. Also es ist ganz lustig gemacht und das fand ich ganz gut. Und das zweite war ein RPG, ein ARPG, ein Action-Rollenspiel, das kommen soll. Das war The Wind Road. Da habe ich die Demo auch gespielt und das war richtig gut gemacht. Das kommt so ein bisschen, geht so in die Richtung, ja, so Third-Person MMR, also ARPG, Third-Person, geht in die Richtung Witcher. Und es war total asiatischer Stil, das komplett, also klischeehafte chinesische Geschichte, also das alte Zeugs. Und da ist man dann im Kung-Fu-Stil, kämpft man da rum und alles. Und das ist richtig gut gemacht, muss ich sagen. Das hat wirklich Qualität gezeigt und auch die Musik und alles. Und deswegen muss ich sagen, sie können wirklich gute Qualität machen. Nur das Problem ist, dass sie einfach wirklich viel zu viel produzieren, weil, und da kommen wir auch wieder zu der ganzen Entwicklerszene von China, die Chinesen, die gehen nicht gerne Risiken ein. Heißt, sie kopieren einfach sehr gerne, sie machen immer noch Kopien von alten Zeugs, von alten Modellen, die gut liefen, weil sie wollen keine Risiken eingehen. Und da ist natürlich auch wieder das Problem dann mit der Qualität, weil natürlich die Qualität dann wirklich darunter leidet. Ja. Ich meine, Kopieren hat ja generell in China eine andere Kultur als bei uns und eine andere Daseinsberechtigung. Ja. Also ne, seien es jetzt andere ganz normale alltägliche Produkte, Smartphones, alles mögliche elektronische. Da ist ja das Urheberrecht anscheinend gar nicht vorhanden oder wird komplett anders ausgelegt als bei uns. Es ist schon vorhanden, nur es ist schwieriger, die anzugehen, um die wirklich alle zu finden. Also wir hatten auch erst nach 3-4 Monaten bei uns, haben wir auch plötzlich herausgefunden, dass ein Spiel unsere ganzen Wallpapers zum Beispiel benutzt. Unsere ganzen Hintergründe und Ladescreens wurden alle von uns geklaut. Ja, krass. Und das haben wir auch nur herausgefunden, weil wir spielen noch nicht alle Spiele dadurch, aber weil ein paar andere Spiele das plötzlich gesehen haben und uns dann nachgesehen haben, hey, das ist doch euer Bild. Okay. Ja, das ist wirklich ganz extrem. Wenn ich nochmal einhaken darf bei der Geschichte mit die Zukunft und was sie bringt für die chinesischen Publisher und sowas und im Hinblick auf den Westen gerade insbesondere. Du glaubst schon, dass wir mehr in Zukunft von denen hören werden, dass die in den Westen rüberkommen? Ich meine, mit Tencent, die sind schon hier eigentlich, wie du selbst gesagt hast, schon fleißig mit dabei bei zwei der umsatzstärksten oder mehr Spiele hier bei uns auf dem Markt, ohne dass das wahrscheinlich viele überhaupt wissen, richtig? Ne? Ja, genau. Aber du glaubst schon, dass wir auch Sachen sehen, die wirklich originell quasi von denen kommen, also originär aus dem landen und bei uns eine Bedeutung erlangen. Es ist immer ein bisschen schwierig. Die Japaner haben es natürlich auch geschafft, damals irgendwann mit Nintendo und Co. Aber viele Sachen sind auch nie rübergekommen, weil die halt eben zu speziell waren für den europäischen oder amerikanischen Markt. Würde es halt sowas werden, dass wir vielleicht Sachen für den Export gezielt auch machen? Ist das vielleicht zu erwarten? Wenn der eigene Markt vielleicht mal gesättigt ist, ist dieser Riesenmarkt überhaupt zu sättigen von denen halt selber? Das ist eine sehr schwierige Frage, ob der wirklich zu sättigen ist da drüben. Was ich denke, ist, es wird sicher mehr rüberkommen mit der Zeit, aber ob das wirklich so groß wird, zum Beispiel bei den Japanern, bin ich mir nicht so sicher. Mhm. Aber ich denke mal, je beliebter natürlich auch diese asiatischen Spiele werden, Korea, Japan, je größer ist auch die Chance, dass dann auch die chinesischen Spiele natürlich besser ankommen würden. Gerade auch mit Animes kommt natürlich auch wieder da wieder ins Spiel, gerade weil ganz viel, was bei uns beliebt ist von Japan, nebst den Nintendo-Zeugs und jetzt so Metal Gear Solid oder so, sind natürlich auch ganz viel Animes. Mhm. Und da gibt es natürlich auch immer mehr Spiele von oder die in den Stil rübergehen von Anime. So Persona ist ja auch mehr vom Grafischen, geht auch so Richtung Anime oder in den richtig japanischen Stil rüber. Und auch da holt China ein bisschen langsam auf, gerade auch wegen Tencent wieder. Weil da gibt es zum Beispiel auch jetzt, gab es mal vor einem Jahr oder knapp, haben die auch einen neuen Anime-Release, der ich sagen musste, der war auch richtig gut gemacht und der hat wirklich auch schon wirklich das Niveau von einem japanischen Anime gehabt.
Und deswegen sage ich auch, da ist schon Potenzial da, dass natürlich auch mit dem langsam mit den eigenen Produktionen rüberkommt. Und es gibt auch schon ebenso zum Beispiel auch King of Glory, muss ich sagen. Ich fände das Ding richtig cool, jetzt übersetzt zu haben hier drüben in Europa. Würde ich gerne spielen. Ja. Mhm. Ja, ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so viele Fragen. Ich habe noch was. Dann raus. Und zwar nochmal die Rolle des Staates. Die haben wir jetzt noch bisher nur kurz immer ein bisschen beleuchtet gehabt. Ich habe so ein bisschen Gefühl, das Ganze ist so ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite ist da offensichtlich sehr viel im Gange. Es sind mächtige Player da am Werke und große Umsätze werden getätigt. Der Markt ist gigantisch. Es wird richtig viel Geld bewegt. Es sind auch Indizien da, dass die auch mal was Originelles auch mal machen können, abgesehen von den ganzen Copy-Paste-Kram und den, ich sag mal, Billo-Kram jetzt oder so, ne? Mhm. Auf der anderen Seite, der Staat schlägt zwischendurch immer wieder gerne mal zu. Ich habe zum Beispiel in den News vom 31.08. jetzt gerade, dass die ein Gesetz rausgebracht haben, dass die Spielzeit beschränkt von Jugendlichen bei bestimmten Spielen, und das müssen die Hersteller umsetzen auch, ne? Oder zum Beispiel jetzt das eine E-Sport-Team, wo es richtig um Nationenteam geht, die haben natürlich mehrere E-Sport-Teams aus China und manche sind auch ganz bekannt, die dürfen aber im chinesischen Staatsfernsehen nicht gezeigt werden, weil da ein Bann draufgelegt worden ist. Man darf keine E-Sports mehr zeigen im chinesischen Staatsfernsehen. Das ist ein bisschen so zwiespältig. Auf der einen Seite ist es ein riesen Wachstumsmarkt, ganz offensichtlich. Auf der anderen Seite bekommen sie immer eins aufs Haupt von der Regierung sozusagen, ne? Ist das so ein ambivalentes Verhältnis bei denen? Das Verhältnis ist wirklich so, die chinesische Regierung, die kommunistische Partei, die möchte natürlich wirklich die Macht behalten. Mhm. Und je mehr natürlich Spieler auch mit, indem mehr, natürlich auch mit Spielen in Kontakt kommen, mit der Außenwelt dann, mit Online-Spielen, kommen natürlich auch anderes Denken rüber, andere Ideen und auch mehr Hinterfragung des Systems. Und deswegen blocken die natürlich ab. Und das ist ganz extrem jetzt gerade auch. Es gibt jetzt seit diesem Jahr, seit letzten März, haben die eingeführt, dass es eine neue Abteilung gibt bei der chinesischen Regierung, die in dem Sinne erst dann die IPs zulässt, die rüberkommen. Mhm, habe ich auch gelesen, ja. Mhm. Und die haben ja noch kaum was rausgegeben jetzt. Und noch gar nichts. Und das hat natürlich richtig hart eingehauen bei der Industrie drüben. Und es ist auch so fragwürdig, wieso machen die das? Und das denke ich auch wieder mal nur einfach wirklich wegen der ganzen Machtposition, die sie haben möchten und behalten möchten. Und die sehen da wohl eine Gefahr darin. Und alles, was eine kleine Gefahr ist für die, muss gleich geblockt werden. Das ist, ich fand vor allem amüsant die Begründung, die sie teilweise geliefert haben, und die offiziellen, ja, bei dem, glaube ich, nicht zulassen von neuen IPs. Also es wäre wirklich so, wenn du da was wie jetzt ein Battlefield zulassen wolltest, also nicht darfst, Battlefield ist da eines der Dinger, die dürfen da nicht laufen bei denen. Da muss es ja erst genehmigt werden vom Staat, dass es da laufen darf. Ne? Mhm. Und jetzt haben die gesagt, sie hätten nicht genug Leute, die es bewilligen können, deswegen alles ist halt auf Eis. Aber komischerweise, die letzten, glaube ich, Sachen, die bewilligt worden sind, waren Sachen von Tencent. Also die liefen durch, ne? Was erstaunlich war, was auch so ein Geschmäckle hatte, sag ich mal so. Ne? Oder bei den Jugendlichen mit der Spielzeit, die offizielle Begründung ist auch so, ja, die Sehleistung der Jugendlichen wird immer schlechter, die Augen. Das war jetzt wirklich eine Begründung, die da jetzt auch drin steht und sowas. Also das ist schon ein bisschen, bizarrer, was da so abgeht. Ne? Das hat so ein bisschen... Gerade, ja. Wenn wir natürlich wieder zu Tencent kommen, Tencent ist ja mehr als jetzt nur über Videospiele. Die haben eine technische Monopolstellung da drüben mit sehr viel mehr, auch mit WeChat, haben die eine extreme Monopolstellung. WeChat ist sowas wie WhatsApp. Mhm. Ist es kombiniert mit gleich Facebook und PayPal zusammen. Ach stimmt, da habe ich schon gehört. Das ist eine der größten Zahlungsmethoden quasi drüben. Genau. Auch, ne? Das heißt, Geldfluss, also da kannst du Geld empfangen und senden, wie du möchtest. Ja, was wir immer noch versuchen hier in Deutschland, immer noch verzweifelt. Ne? Also, da kann ich einfach im Chat einfach kurz meinem Kollegen mal kurz 10, 20 Jahren rübersenden. Ist kein Problem. Aber was wir noch, X-1000, also ist kein Problem. Was wir noch versuchen hier, was wir eigentlich mal Direktüberweisung hinkriegen von Smartphone zu Smartphone, was Europa auch anderen auch schon geht, die machen es schon per Chat irgendwie direkt. Das ist kein Problem. Ja, das kann ich direkt im Chat machen. Ja. Jeder Händler, jeder Straßenhändler, der kann seinen QR-Code für die Zahlung ausdrucken. Das heißt, kann ich einfach scannen, bezahlen, Ende. das ist natürlich ganz normal. Also ich habe die letzten... Also, als ich da in China war, die letzten 8, 9 Monate habe ich da alles nur noch mit dem Handy bezahlt. Da kann ich wirklich alles. Also, das ist scheißegal, ob ich jetzt in ein Restaurant gehe, in ein Taxi oder mehr in den Supermarkt, Kino, alles. Kann ich eigentlich alles mit Handy bezahlen.
Also brauchst du eigentlich kein Bargeld mehr. Was bei uns immer Diskussion ist, da kann ich hier mit Karte bezahlen, wenn du in ein Restaurant reingehst immer. Hier immer noch die Diskussion, ja. Sind die schon wahrscheinlich zwei Generationen weiter, ne? Ja, da ja, kannst gut, du aber muss man auch. Selbst wenn mal die Kasse das nicht eingebaut hat, sagen meistens einfach dann gleich die Angestellten, ich mach das gleich, send mir kurz das Geld rüber und danach macht's ja, tut's mir noch in dem Sinne einfach rein. Kein Problem in dem Sinne. Aber das ist sowieso heutzutage wirklich dort überall verbreitet. Es gibt ja noch eine andere Zahlungsart, die auch richtig, richtig groß sind, teilweise fast noch auf dem gleichen Niveau, jetzt was rein Bezahlungen angeht, das ist noch Alipay. Das ist sogar jetzt noch ein bisschen internationaler geworden. Die haben jetzt auch sogar ausländische Kreditkarten mit einbezogen. Weil du machst es ja immer über eine Karte. Das heißt, bei WeChat wie auch bei Alipay muss natürlich ein Bankkonto mindestens registriert sein, wo natürlich das Geld herkommt. Ist das für Alibaba, diesen anderen großen? Alipay weiß ich gar nicht mehr, wer da nicht da. Ist wie Alibaba, das ist auch eine ganz große Bude da. Da reißt der Chinese mit, ne? Also Alibaba, AliExpress bei uns ist da drüben Taobao. Das war ja eigentlich, bevor es Alibaba, also Alibaba bei uns. Zuerst gab es Taobao und dann später wurde das als Alibaba rüberkam in den Westen. Aber da drüben ist es Taobao, ist natürlich extrem riesig da. Das ist wirklich also das Hauptumschlagding, wo du alles verkaufen und alles kaufen kannst. Also wirklich, da findest du alles. Und das wird natürlich alles geliefert. Das ist auch so ein Ding mit Lieferservice da drüben. Das ist wieder das Thema. Aber wenn wir natürlich wieder bei der Regierung sind, mit Zahlen eben Tencent, die haben natürlich wirklich eine Monopolstellung drüben in ganz vielen Bereichen und deswegen sind da natürlich richtig, richtig dicke Freunde mit der Regierung auch. Mhm. Und das macht natürlich auch aus, dass natürlich die dann natürlich die meisten gleich die Berechtigungen kriegen und das okay kriegen von der Regierung. Was natürlich auch noch ist mit der ganzen Zensur, natürlich die ganzen Dinge sind natürlich geblockt wie Google und alles. Das heißt, man muss auch VPN nutzen da. Weil die wollen natürlich auch da wieder das freie Denken wieder verhindern und dass das da rüber schwappt. Ja. Olli, hast du noch irgendwelche Fragen auf deiner schlauen Liste? Nee, ich glaube, jetzt haben wir so wirklich alles durch. Und das, du hast ja selber auch schon Fragen gestellt, die waren genau auf meiner Liste auch drauf. Das hat sich ja genauso ergeben, aber ich glaube, es ist zwangsläufig so, weil man fragt auch wahrscheinlich dann zwangsläufig auch die gleichen Sachen. Also ich glaube, für unseren Teil sind wir so ziemlich durch. Ne? Wenn der Daniel jetzt vielleicht noch so interessante Anekdoten hat aus der Zeit oder so, dann dann würde ich sagen, kann er erstmal losfeuern, ne? Ja, ich glaube, so viele Anekdoten habe ich fast nicht mehr. Also wenn es muss auch keine Anekdote sein. Wenn du noch irgendwas loswerden willst, dann wäre jetzt der Moment. Ansonsten. Nö, ich glaube, sonst für mich ist es ganz gut. Okay, ja, cool. Ey, das war auf jeden Fall mega interessant. Vielen Dank, dass dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke, dass ich eingeladen wurde. Ja, sehr gerne. Wir haben zu danken. Ne? Coole Sache. Du bist auf jeden Fall wieder willkommen in der Zukunft, auch zu anderen Themen. Ja? Also wenn du also wir sagen halt immer in dem Podcast so, wenn irgendwer teilnehmen will, Bock hat, kann er sich jederzeit melden. Das muss jetzt auch nicht dann mit deiner ehemaligen Profession oder mit deiner zukünftigen zu tun haben, sondern mit ist natürlich eher mit meiner zukünftigen für Game Producer. Wäre dann natürlich eher mal spannend. Ach genau, gut, dass du sagst. Weil da würde ich noch nachfragen. ich wollte noch zwei Sachen doch fragen. Einmal, wenn das nicht zu persönlich ist, warum hast du bei der Firma aufgehört und bist dann wieder zurückgekommen? Das war wirklich einfach nur, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne weiter in die Industrie gehen und ich würde gerne wirklich, weil ich möchte mich nicht hoch, einfach nur mit Community-Zeugs. Möchte ich nicht machen. Ich würde gerne richtig mehr Richtung Entwicklung gehen. Aber ich weiß, dass ich künstlerisch jetzt nicht so der größte Künstler bin und Programmieren ist vielleicht auch nicht ganz mein Ding. Also habe ich gesagt, gut, was kann ich noch machen? Ich bin gerne mit Menschen in Kontakt und alles, aber ich würde auch gerne ein bisschen was einfließen lassen an Fantasie und so. Und dann habe ich mal ein bisschen rumgesucht und habe dann Producer gefunden. Und ja, dann habe ich mich für Producer entschieden, habe dann ein bisschen rumgesucht, wo kann ich das studieren? Und das gibt's gar nicht mal so viel in der Welt. Das ist sogar noch ganz, ganz recht selten. Es gibt ein paar, zwei in China, eine in Neuseeland, Schottland kann man auch da studieren, hier in Deutschland und noch etwa 4 oder 5 Unis in der USA. Sonst kann man, also das sind die offiziellen größten Stellen, wo man das noch studieren kann. Mhm. Ja, und dann habe ich mich eben für Deutschland entschieden, weil in China, ich wäre natürlich gerne in China geblieben, auch bei meiner Freundin, aber das Problem ist, da drüben unterrichten die das nur in Chinesisch und mein Chinesisch ist echt zu mies dafür. Mhm. Ja.
Ja, aber ich sag mal, das Thema ist ja auch hochinteressant für uns. Also da, ich denke, ich bleiben wir sicherlich mal in Kontakt, glaube ich, wenn Ja, du sehr gerne, willst, ja. natürlich, wenn du willst. Ja. Weil das Thema ist für uns natürlich mega interessant. Nicht jeder hat einen angehenden Producer, Game Producer im Podcast. Also wenn Ja, jetzt das schon ist ganz sagen, spannend und ich bleiben wir finde. an der hängen, wie der Bär hinter dem Honig hinterher ist, sozusagen. Ja, genau. Und ich finde es natürlich auch gerade besser, dass ich hier studieren kann, weil wenn man zum Beispiel jetzt bei China schaut, bei den Studenten da drüben, die machen immer nur Theorie, Theorie, Theorie. Praxis und hier bei der Games Academy weiß ich, dass wir ganz viel Praxis haben werden. Ich werde einige Projekte leiten müssen. Heißt, habe ich gleich mal ein bisschen Übung. Ja, Eine perfekt. Anekdote habe ich ja noch gehört von dir. Ich glaube, dein 3D-Prof oder so oder Game Grafik 3D ist der ehemalige Character Designer von Crysis 2, richtig? Ja, genau, der war Character Designer bei Crysis 2 und seinem Jahrgang gingen so die besten ab, die sie jemals hatten an der Games Academy. Die sind alle fast zu Riot, Blizzard etc. gegangen. Oh, Die okay. gingen alle zu den richtig großen. Aber ja, wir haben natürlich, oder auch das, jetzt wurde ja gerade bei der letzten E3 wurde das vorgestellt, das kleine Spiel. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie das Indie-Spiel hieß. Es war bei der EA-Präsentation. Da mit dem Mädchen, das mit dem Ruderboot durch diese postapokalyptische Ah, Welt ja, geht. Deutsche. Die Abgänger, also die Entwickler und die eigentlichen Gründer davon und die Idee und alles ist eigentlich auch von der Games Academy. Die kommen von der Games Academy. Ah, Sind alle von okay. da. Die aufgeregte Dame, die da auf dem Podium war, ne? Genau, die kommt von der Ja, Games genau. Academy in Berlin. Ja, okay. Ah, ja, Ja, wie hieß das interessant. Spiel denn nochmal? Mir fällt es leider auch gar Ja, nicht das mehr ist ein. einer, diesen Namen, ich meine den Namen nicht mehr. Ich habe die Bilder im Kopf, aber den Namen werde ich Ja, nicht ich weiß ganz. den Namen gerade auch nicht mehr, aber. Wir verlinken das Ganze auf jeden Fall. Ich suche das nochmal raus. Wir hatten das in dem E3-Podcast damals schon besprochen, dass zumindest der Name nochmal fällt. Ja. Dann ist das in den Links mit drin. Okay, ich würde gerne Ja. noch ein, zwei Sachen nachschieben. Und zwar hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, dass ich diese Doku gesehen hatte, die sich mit Free-to-Play-Games beschäftigt hat. Die ist von Steuerung F, also Ja, genau, die habe ich auch Steuerung-F. geschaut. Die habe ich auch Genau. geschaut. Die werde ich auf jeden Fall verlinken. Das fand ich ganz interessant. Da ist halt ein Redakteur, der den Finde ich Selbsttest macht, ganz der gut, ja. genau, Das solltest also. du definitiv verlinken. Das habe ich auch geschaut, das ist ganz gut. Genau, es geht halt über einen Redakteur da, der eben so einen Selbsttest macht, indem er ein paar Wochen lang Free-to-Play-Spiele spielt und sich intensiv damit beschäftigt. Und ich glaube, seine Prämisse war, dass er jedes Mal zusagt, wenn das Spiel sagt, er solle was kaufen. So habe ich das in Erinnerung. Also auf jeden Fall wollte er sich dem Ganzen sehr positiv widmen und seine Zeit da reinstecken und das übernimmt dann seinen Alltag und ja, es wird relativ extrem, so wie er das schildert. Ganz interessant auf jeden Fall, sicher an manchen Stellen ein bisschen polemisch, aber ist ja normal bei solchen Sachen. Jo, und sonst gucke ich nochmal kurz, ich hatte glaube ich noch ein, zwei andere Sachen mir notiert. Achso, die beiden Spiele, die du genannt hast hier, dieses Death Coming und das Wind andere, Road. genau, The Windroad, die werde ich beide auch nochmal verlinken über Steam. Wobei ich gerade schon gesehen hatte, das eine von den beiden hatte irgendwie nur eine ausgeglichene Wertung. Das Death Coming scheint nicht so gut anzukommen bei uns hier in Deutschland. Oder bei Steam, sagen wir mal so. Kann gut sein. Ich fand es ganz witzig auf Gamescom. Ja. Und The Windroad ist noch nicht erschienen bisher. Das scheint Ja, über das ist noch nicht Greenlight zu erschienen. gehen. Genau. Und da ist auch noch nicht mal richtig übersetzt. Also da an der Gamescom war das Tutorial ein bisschen übersetzt, aber wenn du dann alles geöffnet hast, war das noch nicht übersetzt. Ist natürlich die Frage, kommt es dann auch wirklich rüber? Weil es kostet auch wieder sehr viel Geld, das alles zu übersetzen. Ja. Braucht Zeit und Geld. Ja, wobei einige Spiele auch relativ leid geprüft sind oder beziehungsweise erprobt darin, einfach sich auch durch ausländische Spiele durchzuklicken. Ja, das ist bei uns auch Allerdings. so ein Thema gewesen. Ich denke, die werden jetzt noch einige Items haben, die noch. Die haben es immer wieder hingekriegt, dass da Zeug nicht übersetzt wurde. Okay, ja, du warst gerade einmal kurz weg, aber also es wurde nicht alles übersetzt. Ja, okay. Oh. Ja, kein Problem, passiert. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Ja, wie gesagt, vielen Dank, Daniel. Vielen Es, Dank euch. ja, War eine gern. tolle Runde hier. Es bleibt mal wieder zum Abschluss zu sagen, wenn ihr uns Feedback hinterlassen wollt oder wenn ihr vielleicht in diesem Fall auch konkrete Fragen nochmal habt an Daniel, dann würden wir die entsprechend weiterleiten und euch dann nochmal eine Rückmeldung geben. Dann könnt ihr das machen, indem ihr uns entweder eine E-Mail schreibt an pcgcpodcast@gmail.com oder aber über Twitter unter dem Handle Podcast PCGC. Genau. Aber mir ist gerade eine Sache noch eingefallen. Das haben wir komplett vergessen, Olli. Genau. Wir sind bei Spotify jetzt Wir sind bei verfügbar. Spotify, genau. Oh, dass wir das ganz am Oh, Ende cool. sagen. Habe ich echt komplett verpeilt. Das sagen wir nächste Folge nochmal am Anfang zur Sicherheit, Das Olli. glaube ich auch. Das soll man nochmal ausdrücklich Fällt mir gerade so erwähnen. ein. Ja, findet ihr auf jeden Fall im Forum, ist schon da verlinkt.
Und ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne dem Discord-Server beitreten, der auch im Forum nochmal verlinkt ist, im PC Games Forum. Oder aber der auch auf unserem Soundcloud, auf der Soundcloud-Profilseite ist. Also da findet ihr schon Wege. Und sonst, wie immer, auch im Forum, im PC Games Community Podcast Thread auf pcgames.de. Genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim PC Games Community Podcast. Ciao. Genau. Tschüss. Tschüss.